Das wird eine sehr, sehr schöne Runde heute. Ich freue mich sehr, dass ihr dabei seid. Jetzt geht's hier los mit Almost Daily. Drück fester. Herzlich willkommen zu Almost Daily. Heute springt für den im Urlaub sich befindlichen, wie war sein Name nochmal? Egal, ist ja auch wurscht. Auf jeden Fall ist jetzt Florentin Will am Start. Florentin Will. Hallo. Hey, hallo Leute, vielen Dank. Es freut mich, hier heute mal einspringen zu dürfen. Das heißt, ich muss jetzt die Stimme der Gutmütigkeit, der Vernunft und der Hoffnung sein. Okay, ich probier's. Für alle, die der Podcast zuhören und das nicht als Video sehen können, Florentin Will ist circa 1,80 Meter groß, ganz in Schwarz gekleidet, heute mit grauen so Schuhen und ja, hat einen sehr, sehr imposanten, gut gepflegten Dreitagebart. Dankeschön. Und sehr schön gewelltes, dunkles Haar. Ja, und voller Essensfleck. Aber dann sollten wir uns jetzt alle auch beschreiben. Also Nils Bohmhoff trägt eine Cap, eine transparente, fast durchsichtige Brille. Man weiß manchmal gar nicht, trägt er eine Brille oder es ist ein Gimmick. Ja, das ist mein Geheimnis. Es ist wirklich, man kann nur, wenn man sich richtig konzentriert, kann man die Brille überhaupt sehen. Mhm. Ein weißes Sweatshirt aus der RKT BNS-Kollektion, sehr, sehr schick, muss ich mir sagen. Ich frage mich gerade, warum ich das nicht habe. Eine graue Hose und die Schuhe, die wir seit 10 Jahren von ihm kennen. Mhm. Etienne trägt Ocker. Ja, ein Traum in Ocker heute. Du bist so ein bisschen Ockerfarben. Wie so eine Couch. Du siehst aus wie unser Kissen. Du siehst aus wie so ein Tarnfleck, wenn man die Farben sortiert. Alle nur ja. Camouflage, aber nicht durcheinander. Ja, wenn man sich für ein sehr spezielles Gelände tarnen muss. Ja. Man wirklich hat so, wir haben so ein bisschen gestrüppt und darüber Wüste. Darüber. Genau das. Das. Da darf ich mich auch nicht bewegen, muss immer in dieser Position verharren, weil sonst sieht man ihn sofort. Ja, und dann haben wir Simon. Ich habe irgendwie immer selber an, ne? Nö, das ist das Mon-Shirt aus der eigenen Kollektion. Du bist ja in der Modebranche verankert. Das ist korrekt. Dann trägst du ein weiteres Gratis-Oberteil von RKT BNS. Ich mag die Betonung auf Gratis. Eine Jeans, die ich, glaube ich, in der 60. Folge Giga Games schon mal an dir gesehen habe. Und es ist einfach eine Blue Jeans. Und dann trägst du Boots. Ja, von denen letztens im Chat gefragt wurde, wo kriegst du die her? Keine Ahnung, vom Bootladen. Halt normale Schuhe, ne? In braun. Bin ich jetzt wirklich heute für die Modefolge gekommen? Ja, Modefolge. Ich kann dazu nichts sagen. Aber ich finde die Idee gut mit der durchsichtigen Brille, weil es gibt viele Leute, die haben Schwierigkeiten, ihr Outfit zu verändern und sich mal wirklich neu zu positionieren. Ich vor allem. Und deswegen finde ich die Idee gar nicht so schlecht, erstmal transparent anzufangen. Wenn du dir unsicher bist, Brille, kann ich sie tragen, will ich sie tragen? Erstmal transparent und dann mit jeder Woche so die Transparenz hochstellen. Bis du irgendwann antasten. Irgendwann landest du hier. Genau, und die Leute so gar nicht merken. Weil das große Problem an modischen Veränderungen ist ja dieser harte Cut. Mhm. Dieses, ich trage ab heute eine Fliege. So, es gibt kein bisschen Fliege mehr, sondern ab jetzt bin ich der eine Fliege trägt. Und diesen Schock muss man erstmal ertragen, um dann es irgendwann zur Normalität zu führen. Das hätte ich in der Schule machen müssen. Da hatte ich nämlich irgendwann den Wunsch, cool zu werden, weil ich wollte irgendwie Korthosen getragen. Mit der Aktenkoffer-Geschichte? Nein, jetzt kommt die Bandana-Geschichte. Da habe ich Bandana getragen. Oh, okay. Nice. Eine Woche lang versucht, wirklich so, also das Tuch auch so an der Stirn hoch und dann halt einfach Bandana angehabt. Die ganze Zeit. Hatte ich auch. Und ich habe es versucht, cool zu machen irgendwie. Ich habe es versucht, zu einer Sache, die mit mir verbunden wird, zu machen. Und ich hätte es anders machen. Erst mit einem so einen kleinen Haarreif nur und dann wird der immer breiter. Genau. Und dann hast du erstmal nur so ein Stirnband. Und irgendwann, ganz Kopf. Es gab ein ganz kurzes Zeitfenster, irgendwann 80er, ich weiß nicht mehr, so 80er, 90er Jahre, da war so eine Bandana, war irgendwie cool. Ich glaube, das war so die Aerobic-Zeit, wo alle irgendwie so. Ja, ich glaube, das war ein Schweißband. Ja, und dann kam Tupac und dann war, ich glaube, es war Tupac, der das ein bisschen populär gemacht hat. Aber ich musste auch sofort, als du das gerade gesagt hast, Florentin, an meine Schulzeit denken. Weil es gab immer die Situation, ich war nie cool so in der Schule. Und es gab dann aber immer so Sachen, die sind dann so Mode geworden. Als Beispiel, ich weiß gar nicht, wie man das politisch korrekt nennt. Früher hat man das Palästinensertuch genannt oder kurz Palli. So hieß es in der Schule, das habe ich mir nicht ausgedacht. Ja, aber nur, wenn es die Farben hat. Ja, das waren diese schwarz-weißen Tücher halt und die manchmal wurden die auch gebartet, also gefärbt, dann hatten die eine andere Farbe und eine Zeit lang war das super in und die Leute haben es getragen und wenn du dann auf einmal auf diesen Zug aufgesprungen bist als Kind in der Schule und hast gesagt, okay, ich kaufe mir jetzt auch so ein Tuch, Alter, dieser Stress, das zum ersten Mal wirklich dann auch zu benutzen. Und die Reaktion der Leute, diese Verunsicherung eines jungen Menschen, dann kommt dann, trägst du es jetzt auch? Und man ist so massiv verunsichert und will man eigentlich nur dazugehören und cool sein. Und da gab es so ein paar Mode-Accessoires, die im Laufe der Jahre dann irgendwie aktuell waren. Und das war dann immer so, dann auf diesen Zug mit aufzuspringen. Es war höchst riskant. Ja.
Ich hatte einmal Cowboy-Stiefel. Ich habe einmal versucht. Aber auch wirklich so mit den Sporen, so kling. Nein, sie hatten keine Sporen. Es war nicht so kling, du, die Tür geht auf, Simon kommt in die Klasse rein, kling, kling, fünf Minuten zu spät. Hast du auch so eine Saloon-Tür zum Klassenraum? Nein, nein, aber also es waren halt einfach so, es waren halt fucking Cowboy-Boots. Anders kann ich nicht sagen. Die sahen aus wie Cowboy-Boots, die hatten diese dicken Absätze und die haben klack, klack gemacht, wenn man läuft und waren vorne so ein bisschen spitzer. Hat's auch nicht, hat's irgendwie nicht geschafft. Konnte, hat nicht an meinen Körper gepasst. Aber ich hab's dann auch ein Jahr lang oder so getragen. Das habe ich wenigstens durchgezogen. Weil meine Mutter auch gesagt hat, nee, die waren so teuer, du trägst die jetzt. Wurde dir auch gesagt, du musst reinpinkeln, damit die besser passen? Ich glaube, von mir kam diese ganze Idee. es bringt übrigens nichts. Rein kacken ist wiederum eine ganz andere Sache. Das hilft viel. Ich habe einen Kumpel gehabt, der hat Eishockey gespielt im Verein. Und ich war dann so ein bisschen auch auf dem Eishockey-Trip und dann hatte ich mir Schlittschuhe gekauft und der hat mir gesagt, und ich weiß bis heute nicht, ob das stimmt, vielleicht sind da draußen Leute, die mir sagen können, ob das Eishockeyspieler wirklich machen oder ob ich derbe verarscht wurde. Der hat mir gesagt, damit Eishockeyschuhe, also so die richtigen, schon etwas teuren Eishockey-Schlittschuhe, damit die richtig gut passen, macht man da warmes Wasser rein und dann geht man barfuß rein, zieht die richtig fest und dann lässt man die ein, zwei Stunden an, damit das Leder sich irgendwie dem Fuß anpasst. Hat mir total... Hat total nachvollziehbar geklungen. Ich habe das gemacht und ich weiß noch, wie ich wirklich mit Eishockeyschuhen in meinem Bett oder auf dem Stuhl saß, so die Eishockey mit nassen Eishockeyschuhen so da saß und meine Mutter kam rein und hat gesagt, hast du nicht mehr alle Tassen im Schrank? Ich habe gesagt, Mama, du hast keine Ahnung. Das machen Eishockeyspieler so. Und ich weiß nicht. Saugt sich dann auf die Form deiner Füße dann so komplett fest? Das soll dann sozusagen die Füße, den Fuß, weil ich weiß nicht, ob ihr schon mal einen Eishockey-Schlittschuh anhattet, das ist halt sehr, das ist Leder, aber das ist sehr hart. Ich weiß nicht genau, wie das gemacht wird. Ja, aber das klingt logisch, weil so einer Kuh passt das Leder ja auch. Also fast wie eine. Also wie eine. Du meinst, die Kuh muss auch irgendwann ihr Leder anziehen. Einfach ja, so dann so. Ich heute mal die Punkte, oder? Heute probiere ich es mal mit den Punkten. Ist das zu mutig? Ist das, gibt es eigentlich eine biologische Erklärung für die, das weißt du doch bestimmt, für die Flecken? Warum hast du das? Das will ich wissen. Ja, die ist einfach gezüchtet. Das ist, in der freien Wildbahn gibt es diese schwarz-braunen Kühe nicht. Die sind in der Wildbahn, haben die ein durchgängiges braunes Fell oder so. Das ist alles. Warum züchtet man die in die Form, wenn dieses Muster ja eher unbeliebt ist, würde ich jetzt mal sagen? Das Kuhfleckenmuster. Warum ist es unbeliebt? Ich sehe es nicht. Hier unter vier modisch geschulten. Naja, das ist aber auch so wieder, wenn wir schon beim Modetrend sind, können wir die beiden Themen ja miteinander kombinieren. Es gab eine Zeit lang in jedem guten Möbelhaus so eine Sektion, wo Kuhhäute als Teppiche verkauft wurden. Das war der letzte. Diese schwarz-weißen. Ja. Moment mal, welches ist das modischste Tier? Ich denke, Leopard ist erstmal. Giraffe finde ich schon weit oben. Das Problem, also Giraffe ist krass. Erstmal zum Leopard. Das Problem, was der Leopard hat, das ist ein richtig hartes Problem, weil eigentlich ist der Leopard eines der krassesten Tiere überhaupt. Das ist erstmal eine super geschmeidige, super kraftvolle Raubkatze, die kann ganze Gazellen auf einen Affenbrotbaum hochzerren, damit das einzig kräftigere Tier, der Löwe oder das einzig krassere Tier, die Hyäne, ihm das nicht streitig machen können. Und ist wirklich unglaublich schön, geschmeidig, kraftvoll, also alle tollen Attribute hat dieses Tier. Und dann kamen irgendwie so Leute, die gesagt haben, ey, ich ziehe mir jetzt Leopardenmuster an. Mhm. Und diese Leute haben was so runtergezogen, dass der Leopard jetzt im Prinzip darunter leiden muss, dass sich dann so irgendwie so Cora Schumacher und so in solchen Klamotten kleiden. Und der kann aber sein Fell nicht ändern. Der kann ja nicht sagen, ja, okay, dann weiche ich jetzt aus. Coole Leute machen das so, die richtigen Trendsetter machen das so, die setten einen Trend. Und in dem Moment, wo dann die Loser drauf aufspringen, so wie ich in der Schule, dann nehmen sie was Neues und ziehen weiter. Der Leopard kann das nicht. Die Evolution kommt der Mode nicht hinterher, meinst du? Ja. Die Evolution kann nicht sagen, jetzt lass uns mal ein anderes Image machen. Dieses Schmuddel-Image für uns Jaguare, lass uns mal irgendwas Stilvolles, Minimalistisches machen. Vielleicht so weiß mit so einem ganz dünnen schwarzen Streifen. Nur ein ganz dünner schwarzer Streifen. Gib mir 80 Millionen Jahre, machen wir. Braucht halt immer ewig die Evolution. Würde wahrscheinlich dann entweder Nike oder Adidas klagen, aber man gegen das kann auch gegen sein, Leoparden. Ja? Leoparden. Stell dir mal vor, die Leoparden hätten plötzlich so Nike-Streifen. Die würden direkt rausgeschnitten, alles sofort weggeätzt. Stell dir mal vor, Leoparden könnten theoretisch Copyright-Ansprüche anmelden an ihrem Muster. Ja, nur. Ne? Wo sind denn die Klagen? Offensichtlich ist ihnen egal. Offensichtlich ist es so oder egal. So, die Pinguine wären die Anwälte. Da sind wir uns einig. Egal, ich glaube, wenn ein Tier ein Problem hat, geht es zum Pinguin und sagt, ich brauche
Ich brauche Hilfe. Ja. Aber ich habe mal einen Schmetterling gesehen, die haben ja auch so ganz verschiedene Muster. Und auf einem Schmetterling stand einfach 89 drauf. 89? Einfach die Zahl 89 stand einfach auf dem Schmetterling. Auf dem Schmetterling drauf. Und ich dachte mir so, irgendwas wollen die uns sagen. Das heißt, wenn man die wollen uns irgendwas mitteilen. Wenn man also unendlich viele Schmetterlinge hätte, würden da alle Werke Shakespeares ja, langfristig im Grunde, ja. Wer weiß, ob Shakespeare nicht daher seine Werke hat. Ja, der hat einfach nur viel rumgegrabbelt. Ja, damals aber stand die 89, also auf einem Flügel die 8, auf dem anderen die 9? Soweit ich mich erinnere, ja. Ich weiß, sehr ungewöhnlich. Findet man das Bild oder man überführt mich der Lüge. Also ich könnte damit leben, wenn jetzt, sagen wir, auf beiden Flügeln eine 98 stünde. Aber dass ein Schmetterling so ein stark asymmetrisches Muster aufweist, ja, das ist schon echt interessant. Ja, guck mal, die 8 und 9 trennt nur ein winziger Strich. Ja, ja, also vielleicht hat die dann genetische einen Fehler gehabt. Bei der Verpuppung lag die Seite quer oder sowas. Da lag irgendwie so ein Blatt drin, ja, oder so, genau an der Stelle. Ja. Wie funktioniert das? Wie kriegen die alle ihre Farben und Formen? Wer sagt das? Also ist das genetisch für alle? Das sind die Gene, Simon. Ja. Da kann ich ein Referat halten. Ja, okay, das stimmt. Ja, ich gucke es mir einfach an. Ja. Das ist, glaube ich, besser. Aber nochmal auf die Frage, so, wer ist das modischste Tier? Ich habe gerade auch so ein bisschen an Schlangen gedacht. Schlangenleder ist doch auch sehr beliebt bei uns Menschen. Schuhe aus Schlangenleder. Aber jetzt mal eine Verständnisfrage. Wenn du sagst, ich habe einen Schuh aus Schlangenleder, wie viele Schlangen? Ja. Also in eine Schlange kannst du doch gerade mal so einen Gehstock machen oder irgendwie so. Kommt auf die Schlange. So Handschuhe, so eine Schlange pro Finger. Aber wenn du einen Schuh hast, wie viele Schlangen? Und die musst du dann so aufschneiden und dann Stück für Stück aneinander nähen? Du weißt schon auch, wie groß Schlangen werden können, ne? Wie ein Schuh? Hey, du, Nils Bohmhoff, 20 Meter lange Schlangen. Nils Bohmhoff aus Hamburg wettet, dass er seinen kompletten Fuß in eine Schlange stecken kann. Es gibt Schlangen, die können den gesamten Menschen verschlingen. Aber es gibt doch 20 Meter lange Schlangen. Nein, es gibt nicht 20 Meter lange Schlangen. Nein? Redest du jetzt von, ist das jetzt ein Gemächtwitz oder? Nein, überhaupt nicht. Es ist einfach eine Frage. Es gibt auch keine 20 Meter langen Schlangen. Weißt du, wie lang ist die? Meinst du jetzt ernst? Natürlich gibt's die. Es gibt keine 20 Meter langen Schlangen. Doch. Nein. Hundertprozentig. Quatsch mit so. 1 Million %. Du meinst, wenn wir im Guinness-Buch der Rekorde gucken, was die längste Schlange, dann ist die nicht 20 Meter. Nein. Das ist Quatsch. Nils, jetzt lügst du. Ich jetzt nach. Du Betrüger. Ich habe vor kurzem ein Video gesehen, wo sie mit einem Kran. Ist er denn so sicher? Eine Schlange, die so groß war, dass sie mit diesem Kran transportiert werden musste. Meinetwegen 8 Meter. 8 Meter gebe ich dir. Aber nicht 20. Ich gebe dir 8 Meter, vielleicht Freak of Nature, 12 Meter, wow, die längste Schlange aller Zeiten. 20 wir müssen Meter den Nils Bullshit ab jetzt immer fact-checken, ja, weil ja, der einfach ein Fact-Checker hier. Kennst du kennst das, ne, aus eurem Podcast. Ist fast die Anaconda ist die längste und die ist nicht 20 Meter. So, lass uns über Beef reden. Nein, jetzt sag's. Was hast du gelesen? Was ist die längste? 9 Meter. Das kann ich nicht glauben. Eine Anaconda. Stark. Ja, du brauchst im Tierreich müssen, das hätten wir aber auch schon wissen können. Aber bei Nils ist eigentlich so, alle Wege führen zum Gnu. Ja, aber es ist egal. Dieses seltsam auszusprechende Tier. Es gibt Gebiete, wo man sich vielleicht nicht drauf einlassen soll. Ja. Krass, ich bin beeindruckt. Hätte ich jetzt nicht. Ich dachte, du lügst einfach ganz frech. Ja, aber 20 Meter, also mal ernsthaft, 20 Meter. Das wäre doch. Also, aber ich meine, es gibt so viele Freaks of Nature. Der Mensch wäre nicht da, wo er jetzt ist, wenn es 20 Meter lange Schlangen wäre. Du hast ja recht, aber es ist halt so, man hat so viel verrückten Scheiß aus der Natur schon gehört, dass wenn jetzt mir einer gesagt hätte, die größte Schlange der Welt ist 300 Meter lang, hätte ich so, ja. Ja, vom Edeka vielleicht, ja. Ja, aber jetzt mal, wenn du wirklich die längste Schlange bist, dann kann dich ja keine andere Schlange fressen. Weil du nicht reinpasst. Du passt nicht rein. Du faltest dich vielleicht. Also ist es nicht ein evolutionärer Vorteil, einfach so 1 Zentimeter länger zu sein als die Konkurrenzschlange? Und dann geht man auch so casual so mal neben dir und sagt so. Und dann legt man sich so neben und dann siehst du so 1 Zentimeter länger so. Ah, schönen Tag noch. Ja. Und die weiß genau, oh scheiße, die kann ich nicht fressen. Du musst ja erstmal gucken, bin ich lang genug überhaupt? Komme ich da rein? Ja, Parklücke? Pass ich da rein? Kann ich das auffressen oder nicht? Sonst hängt dir ja die ganze Zeit der Hals raus noch von der anderen Schlange. Du fragst das ist, auch so, das ist eine wie groß bist du? Dann sagt sie, 98. Ja. Eine Frage noch. Ihr seid ja offensichtlich Schlangenexperten. Ist bei einer Schlange der Verdauungstrakt einfach die gesamte Länge? Ja, Schlange. Oder ist da in der Mitte so eine Ecke und der Rest ist einfach Pupu und vorne ist dann Maul? Ich glaube, Schlange ist wie so ein ICE aufgebaut. So, du hast verschiedene Waggons. Ruhebereich. Ruheabteil, hinten Kinder, und manche sind länger. Ja. Und deswegen teilweise, wenn du einsteigst, musst du teilweise auch ganz hinten. So in die letzte und dann ganz wieder vor. Die hat ja nur einen Eingang, ne? Aber kann ich mein Fahrrad mitnehmen? Das ist ja auch abgefahren. Oder? Also, eine Kloake hat die auch. Es sind doch 2 Eingänge. Ist doch ja, okay, ich dachte. Ja, also es ich dachte, ja da kommt alles an. Nee, das kommt also, du sagst, du hast dachte, die kackt durch den Mund oder was willst du mir jetzt? Eine Schlange hat ein Popoloch. Ich gebe jetzt hier offiziell meinen Rang als Schlangenexperten ab. Aber ich bin auf deiner Seite, ich bin auch schockiert.
Du weißt doch, dass ich sowas nicht weiß. Ja, aber wo soll das denn rauskommen? Alles hat ein Popoloch. Kann ja auch sein, dass die, keine Ahnung, es ist ein komisches Tier, dass die irgendwie... Ein komisches Tier, ein Mundscheißer oder ja, was? Ja, aber dass angenommen, die das du ausspuckt oder sowas. Nils, du hast es das Horrorszenario beschrieben, der Mensch wird von der Schlange gefressen. Ja. Kann man dann nicht einfach weiter schwimmen und wieder raus? Und hinten raus, ja. Oder, also, oder wer oder denn jetzt? Nicht. Naja, angenommen, du wirst von einer Schlange gefressen. Also in aller Regel wird man ja nicht lebendig gefressen. Man muss dazu sagen, die, eine Schlange, die groß genug ist, um den Menschen zu verspeisen, das ist im Regelfall, würde ich es nur an Anaconda zutrauen, das ist ja eine Würgeschlange. Das heißt, auch rein aus Selbstschutz tötet natürlich die Würgeschlange ihre Beute zuerst, ist ja klar. Das heißt, die zerknackt dich komplett. Mit jedem Atemzug, den, also die ist so perfide, wenn du ausatmest und du musst ja früher oder später ausatmen, zieht die sich immer ein bisschen enger, sodass du irgendwann gar keine, so du erstickst, die zerquetscht dich komplett. Aber wie fängt die dich denn ursprünglich? Wie, also, die, klar, wenn die dich mal hat, die stellt ihren Bein. Aber wie so ein Lasso. Die stellt ihren Bein. Die liegt so die und dann gehst du so die und dann stolperst du über sie rüber und dann fällt sie über dich her. Aber woher willst du das wissen? Ich kann ein bisschen Jiu-Jitsu, ich würde mich auf den Rücken drehen. Mhm. Von der Schlange und sie selber würgen. Mhm. Die Schlange so über die Schulter. Mhm. Ja. So. Und dann. Ja, dann würdest du gewinnen, klar. Und dann würde ich die Schlange würgen. Das ist ihre Schwachstelle. Schlangen hassen diesen Trick, machen Knoten rein. Da können die gar nichts machen. Nichts mehr machen. Ich kann wirklich, glaube ich, wirklich nichts mehr machen. Du sagst das jetzt so als Spaß, aber was ist denn, wenn du einen Knoten in die Schlange machst? Ich glaube, das ist einfach Game Over. Schluss. Ja, vorbei. Ja, ist vorbei. Dann sind die, dann geben die auch auf. Die sehen das dann und denken, oh fuck. Ah, nee. Das ist wie ja, aber die haben keine Hände, die können sich nicht alleine entknoten. Nee, das ist vorbei. Das ist wie wenn du in der Zombie-Apokalypse bist gebissen, siehst du, oh fuck, dann machst du ja auch nichts mehr. Machst einen Knoten in deinen Arm. Ja. Knoten ist die Lösung für alles. Ja. Es gibt so Schlangen, in Hagenbeck zum Beispiel ist das so in Bronze gegossen und so ausgestellt, vor 100 Jahre her. Da haben sich so Schlangen in sich verknotet miteinander. Und also sie wollten sich gegenseitig töten, weil sie sich nicht ausgemessen haben. Mhm. Heutzutage, die meisten Schlangen haben ja dank der Evolution so ein Zentimetermaß in ihre Hautmuster eingestanzt. Und die haben sich so gegenseitig verknotet und sich verbissen ineinander und sind sich einfach ersoffen. Ist das so wie der Rattenkönig? Also wenn so ganz viele Ratten sich verwursteln? Oder ist das auch nur Quatsch? Oder gibt es das wirklich? Da habe ich mal ein Bild gesehen, ja, dass die so zusammenwachsen. Ja, aber sich wie leben so die denn? Verfilzen. Ich meine, die hängen ja, du bist ja mächtiger, so bist du... Du bist ja dann mehr Ratten einfach zusammen. Aber du musst ja trotzdem irgendwo hinpupern und irgendwo essen musst. Im Moment, also lauter Ratten, viele Ratten werden zu einer großen Ratte. Rattenkönig, ja. Ja, sind am Schwanz. Die wachsen so zusammen, ja. Verbunden, ja. Die sind doch dann trotzdem verschiedene Rattengehirne. Irgendwann nicht mehr. Mhm. Das ist faszinierend, weil sich dann, also die Nervenbahnen verbinden. Okay, das wird schon Quatsch. Verbinden sich halt und dann. Die Nervenbahnen verbinden sich halt. Da call ich jetzt auch ein bisschen Bullshit. Das ist komplett Bullshit. Das ist, guck mal, du kannst doch nicht erst so Fakten droppen, die richtig sind, und dann nahtlos übergehen in so einen Quatsch. Kannst ja googeln. Nein, ich gebe ihm nicht die Selbstfaction. Nee, ich google das nicht. Die Schlange war dein, das war so ein bisschen nochmal Glück. Nimm doch den Schlangensieg jetzt. Und ja, nimm ihn. Ich würde gerne nochmal auf diese Modesünden kommen. Ich fand das ein interessantes Thema. Ich komme auch gar nicht mehr drüber klar, dass du erzählt hast, dass du so ein Bandana und Cowboy-Stiefel. Mich würde mal interessieren, Florentin, du als Mode-Ikone, der ja auch hier schon bei Rocket Beans, sag ich mal, viele Trends gesetzt hast. Wie war das in der Schule? Du warst ja sicherlich auch einer von den coolen Angesagten. Tatsächlich nicht. Ach so. Interessant, kann ich jetzt auch mal hier in der Öffentlichkeit gehen. Nee, ich habe mich aggressiv wenig für Kleidung interessiert, bis zu dem Punkt, wo irgendwann, ich erinnere mich noch genau, dass meine Mutter auf mich zukam und meinte so, ey, ich würde jetzt neue Kleidung für dich kaufen. Möchtest du mitkommen? Wie alt warst du da? 17 oder so. Also Schulzeit. Und mir war das wirklich so egal, dass ich gesagt habe, nee, kauf einfach irgendwas. Gott. Also, wo ich dachte, ich kann jetzt irgendwie Warhammer-Figuren bemalen oder da irgendwie auf so einem Secondhand-Flohmarkt-Kleidungsgedöns rumlaufen. Und ich hasse das, habe ich gesagt, mach. Und meine Mutter kam zurück mit extrem hässlicher Kleidung. Und ich glaube auch bewusst, ich glaube, meine Mutter hat ganz bewusst mir wirklich die hässlichste Kleidung gekauft. Unter anderem auch so, ja, auch so Stiefel mit einem Absatz. So, also Absatzstiefel so ein bisschen. Und ich dachte mir, ja, passt schon. Und dann aber stehst du am Bahnhof und denkst so, niemand hat hier Absätze. So, das ist so, ich bin der Einzige. Und dann kommst du dir schon dumm vor und denkst dir, hätte ich vielleicht doch mitgehen sollen. Und so habe ich gelernt, Mode zu hassen. Aber warum will man modisch immer mit der Masse schwimmen, wenn es doch eigentlich darum geht, sich zu individualisieren, wenn es doch eigentlich darum geht, sein Selbst zu zeigen nach außen? Wenn ich ein Bandana-Mensch bin, dann zeige ich das doch. Aber ich will echt einfach untergehen. Und deswegen habe ich irgendwann auch, deswegen glaube ich, das ist der Vorteil von Merch. Merch wird ja nicht gekauft, weil es schön ist. Außer unseres.
Sondern weil du eine Ausrede hast, warum du es trägst, unabhängig von deinem Modebewusstsein. Man sieht, okay, der trägt ein hässliches Rick and Morty T-Shirt, weil er Rick and Morty Fan ist. Ich kann ihn jetzt nicht modisch angreifen, weil er wählt Kleidung auf einer anderen Ebene aus. So, und der ist halt Simpsons Fan so. Und irgendwann habe ich das für mich entdeckt, dass ich irgendwann nur noch Simpsons T-Shirts trage oder Rocket Beans T-Shirts, damals auch schon, irgendwie die Beef T-Shirts oder hier mit euren vier Gesichtern drauf und so. Einfach, die waren potthässlich, aber die Leute konnten nicht sagen, oh, wie hässlich die sind, weil die sagen halt, ach, das ist einer von diesen Rocket Beans Fans. Das war wunderschön, so natürlich, ist ja klar. Aber du hast doch jetzt, du hast doch mittlerweile deine eigene, ich meine, du bist der Einzige, der ein T-Shirt trägt mit einer Hose drauf. Das ist ja wirklich 100% Florentin. Vielleicht musst du daraus noch was mehr machen. Hose tragen, wo ein T-Shirt drauf, also einfach mal gucken, das mix it up. Okay. Aber da ist ja, da steckt eine Kollektion. Aber hast du es nicht schon gemacht? Was denn? Hattest du eine Hose? Das fing an mit dem T-Shirt mit der Hose, das war das erste. Aber kam noch was anderes. Erst Toast. Aber und ging das nicht noch weiter? Nee, das ist die klassische Zwei-Akt. Da war schon Schluss. Die klassische Toast, Hose, wie soll es denn da weitergehen jetzt? Genau. Was kommt denn danach? Ja, aber wegen gar nichts mehr. Ja, aber es gibt doch noch andere Möglichkeiten. Da können Schuhe drauf, Hose, also ein Oberteil auf das Oberteil. Naja, angefangen hat alles natürlich mit dem weißen T-Shirt, wo ein weißes T-Shirt drauf war. Meine ich doch. Ja. Das war das allererste. Dann kam Toast, dann kam Hose. Aber auch hier natürlich, kennen wir natürlich, man versteckt seine Schwächen hinter Humor. Du sagst, ich habe kein Modebewusstsein, ich möchte nicht auffallen, also habe ich einen Gag auf ein T-Shirt, damit die Leute gar nicht anfangen, überhaupt über den modischen Aspekt nachzudenken, sondern der will halt witzig sein. So, dann ist egal. Aber das ist mir lieber, als dass die Leute, was ist das für ein T-Shirt? Ein Hemd, das ist ja aufgeknöpft, ein roter Drache drauf, das ist ja komisch. So, dann ist mir lieber, dass sie sagen, der will halt lustig sein. Aber ist das so eine Modeverdrossenheit, oder so ein Modeverdruss, der eher daher kommt, dass du sagst, ich habe keine Ahnung davon oder ich bin da nicht gut drin, mich gut zu kleiden, also sozusagen, dass du es gleich aufgibst oder einfach, weil es dir einfach scheißegal ist, wie du aussiehst? Ja, das einerseits, aber ich mag es auch nicht, aus gewissen Gründen im Mittelpunkt zu stehen. Das finde ich dann unangenehm. So, wenn dann so. Aber du stehst also, ja nicht automatisch im Mittelpunkt, wenn du ein modisches T-Shirt trägst. Aber das ist ja die Angst, die du beschreibst. Ich habe mir zum Beispiel irgendwann mal ein Hemd gekauft. So ein bordeaux-rotes Hemd mit dem Drachen drauf. Klassisches Hemd. So, und dann dachte ich mir so, bei H&M mir als klassisches Hemd reingelegt. Am Ärmel und alles, ne? Und dachte ich mir so, ich trage jetzt Hemd, weil ich einfach Bock hatte. Ich kenne das schon, so dieses modische, diese Lust, sich selbst auszudrücken und irgendwie cool auszusehen und so. Aber ich habe mich wirklich wochenlang nicht dazu hinreißen können, es anzuziehen. Jeden Morgen dachte ich mir, heute ist der Tag. Aber du hast halt wieder dieses Problem, dass du irgendwie deine erste Tag... Das bin nicht ich, dass man das denkt, das passt nicht. Ja, das bin nicht ich. Und dann trägt man es vielleicht mal im Urlaub oder so. Und dann sagt man so, da kann ich in einem neuen, wie die Kuh, die ein neues Fell anzieht. So. Bin ich das oder nicht? Aber hattest du nicht auch Situationen, wo du zum Beispiel schon mal, weiß ich, du warst ja schon auf Comedy-Preis oder irgendwas, wo du einen Anzug getragen hast? Ja. Und wie hat sich das angefühlt? Ja gut, Anzug ist ja die größte Uniform, die es überhaupt gibt. So, da hast du ja gar keine... Ja, aber das ist trotzdem ja nichts, was du alltäglich anhast, wo man, also man würde jetzt Florentin und Anzug nicht sofort in einem Satz in Verbindung bringen. Naja gut, da muss man sich dann schon im Anlass anpassen. Da würde man ja wieder auffallen, wenn du keinen Anzug trägst. Aber wie hat sich das angefühlt für dich? Ja, nicht so gut. Ja? Vor allem, weil ich auch Umschlagmanschetten nicht verstanden habe. Weil du, also Hemden haben ja Umschlagmanschetten. Die Idee ist, dass da zwei Löcher drin sind, sodass du es umklappst, um dann durch beide Löcher einen Manschettenknopf zu stecken. Ich wusste das nicht und hatte einfach viel zu lange Ärmel. Du so raushängen, ne? Ach, herrlich. Herrlich. Das ist ja letzte Trottel. So, du kannst auch nicht cool wirken, wenn einfach deine Ärmel immer so bis über die Finger gehen. So. Das wirkt halt einfach richtig dumm. Bist du ein Fliegemann oder bist du ein Krawattenmann? Ich bin ein Krawattenmann. Ja? Bin ich schon Krawatten. Ich kann Leute, die Fliege tragen, kann ich auch nicht verstehen, weil das einfach für mich das hässlichste Accessoire ist. Nein, dass man einerseits das, andererseits brauche ich die Krawatte, um die Bügelfalten zu verdecken. Also, dass ich mein Hemd nicht gebügelt habe. So, ich glaube, das ist ja die ursprüngliche Idee, so, ich habe einen Fleck. Dann lass uns, lass uns ein mobiles Sündenbeseitigungsinstrument erfinden, das du immer so legen kannst, dass es gerade über deinen modischen Fauxpas gelegt wird. Man kann natürlich auch immer schön dran rumspielen. Ja, ja, aber es ist halt auch, es ist so ein kleines Ding, was einem die Möglichkeit gibt zu variieren, ne? Weil mit einer anderen Krawatte wirkst du direkt anders angezogen. Du kannst denselben Anzug anziehen und hast vielleicht fünf Krawatten und siehst immer anders aus. Du musst dich jedes Mal einen neuen Anzug tragen. Mich wundert nur, dass die Krawatte immer noch nach all den Jahren ähnlich aussieht. Also der hat sich nicht so groß verändert, weil
man sollte annehmen, gerade weil, wie du meinst, wenn sie als Serviette benutzt wird oder vielleicht um den großen Bauch zu verdecken, dann würde sie immer breiter werden und irgendwann hast du da so ein Äumel. Schmale, so wie oder so Schürze. Ganz kleine. Manche haben ja auch so ganz kleine Krawatten, die sehen dann lustig aus. Aber so die Standardkrawatte hat sich nicht groß weiterentwickelt. Was ich letztens gesehen habe, vielleicht, wo das mir angepriesen wurde als der neue Trend, was ja rückblickend immer dann sich verifiziert oder nicht, war die Holzkrawatte. Einfach, das heißt, so jetzt Krawatten jetzt aus Holz. Wer hat das gesagt? Nerdy-Thema? Ein langes Stück oder viele Glieder? Nee, ein langes Stück. Wer ist gesagt, ist das nicht verdammt gefährlich so? Du fällst um und erdolchst dich dann einfach mit so einer Krawatte. Aber ich habe in so einem Shop, wo es alles aus Holz gab, weil mein Bruder wollte zu Weihnachten ein Mauspad aus Holz. Und dann habe ich gesagt, so allesausholz.de. Und da gibt's alles aus Holz. Da gibt's auch Fliegen aus Holz. Was natürlich auch irgendwo. Aber das muss ja ganz weich dann. Nein, nein, nein. Nein, ist hart. Nee, einfach Holz. Ein Stück Holz. Einfach. Aber wie machst du denn Krawattenknoten dann? Ja, da ist dann irgendwie so ein Band oder so. Ach so, okay. Keine Ahnung. Ja. Aber das kannst du natürlich auch cool so als. Ich dachte natürlich direkt so, wo kann ich meinen Wurfstern verstecken? So, weil wenn du halt so eine Holzfliege hast, da kann der. Ja, na gut, kannst du ja, dann klar. Da rausziehen. Ja. Weil ich habe lange, hab lange Wurfsterntraining gemacht. Mein Bruder hat mir einen Wurfstern geschenkt. Und bis heute schaffe ich es nicht, das so in den Alltag zu integrieren. So, das ist ja immer das Problem. Ich weiß nicht, ob ihr Kampfsport mal gemacht habt, irgendwie hier und da mal Taekwondo. Man überlegt ja immer so, wo kann ich das mal so einfließen lassen, ohne jemanden umzubringen. Taekwondo mit Wurfsternen zu tun? Naja, ich denke, es ist groß im Martial Arts-Kontext groß. So, wo man ja immer guckt, kann man das irgendwie anbringen. Aber bisher ist es noch nicht gelungen. Vielleicht mit der Holzfliege kann ich irgendwann mal meine Wurfsternkünste demonstrieren. Das war schon früher das Geilste, was man haben konnte, ein Wurfstern. Ich weiß, dass ich auch einen hatte, der war aber nicht spitz, sondern war halt so abgerundet, so ein Kinderwurfstern. Und ich habe immer versucht, den irgendwie so hart zu werfen, dass er trotzdem wie ein Wurfstern funktioniert. Ich habe fast einen Mord beobachtet auf dem Schulhof. Und zwar ein guter Freund von mir, der aber schon immer an der Grenze zur Zurechnungsfähigkeit operierte. jeder hatte so Freunde. Und ich weiß nicht warum, ich hatte 2, 3 Freunde, die alle völlig durchgedreht sind und immer auch sich geprügelt haben und einfach Scheiße gebaut hatten und schon auch aus schwierigen Verhältnissen kamen. So. Und ich habe die irgendwie immer angezogen. Ich glaube, ich habe die, weiß ich auch nicht, weil ich die so besänftigt, ich habe die so ein bisschen so besänftigen können. Und die haben mich dann nicht verprügelt, weil ich mit ihnen befreundet war. Das war der Deal. Und der eine von denen fängt mit, nennen wir ihn Endpunkt. Der hat auch immer nur Scheiße gebaut. Der hatte irgendwann so einen Ninja-Stern mit in die Schule gebracht. Und dann hat er den auf Marco Oliver geworfen. Fump. Und ich sehe, wie der so ein Stück an seinem Kopf vorbeifliegt. Und hinten, da war so ein Holz, also so ein Haus. Und dieser eher so ein Pavillon mit so Holzbalken. Und das Ding fetzt in den Balken rein. Und da kam nichts nach. Es gab keinen Ärger. Niemand hat gepetzt oder sonst. Kein Skandal draus geworden. Aber so ein Stück. Und er wollte das natürlich nicht, ne? Also der wollte den nicht treffen, so. Der wollte halt cool sein und weil er halt ein bisschen irre war, hat er gar nicht gecheckt, so was so passieren kann, ne? Ein Stück. Fump. Aber der hat ihn auf ihn geworfen, ohne Anlass, ohne Grund, oder was? Ja, einfach, der hat immer Sachen ohne Grund gemacht. Der kam einfach, ich bin mal mit einem. Man hat mir gesagt, man braucht einen Grund, um Ninja-Stern zu werfen. Nein. Man kann auch einfach so werfen. Ja, klar, so als Selbstzweck. Das ist ja auch ein Accessoire. Das macht dich ja auch cool. Ja, guck mal, ich habe einen Ninja-Stern. Ich meine, der war auch in vielen Sachen körperlich einfach auch. Der war muskulös, der war gut im Fußball. So, der hatte so, und der konnte auch gut Ninja-Sterne werfen. Ninja-Stern ist ein Problem, finde ich, weil der macht einen nur wütend. Also der bringt dich nicht um. Richtig, ja. Der macht dich nur wütend. Wenn du jetzt sagst, du wartest auf den Moment, einen Ninja-Stern zu benutzen, dann klaut jemand einer alten Frau irgendwie die Tasche und dann wirfst du ihm so ein Ding in den Rücken. Da kriegst du doch Ärger. Und er ist sauer auf dich. Gute Frage. Da dreht er um. Und ich frage mich auch, ob das historisch oder so überhaupt irgendeinen Ansatz in der Realität hat. Weil am Ende macht es auch nicht viel. Auch wie tödlich kann so ein. Also klar, sehr wenn tödlich. Du den Halt, die Halsschlag, ja, wenn du die Halsschlagader oder so triffst. Aber wenn du jetzt einen Wurfstern an meinen Arm wirfst, wenn sich das Ding durch deine Schädeldecke bohrt, ja, aber dann gehst du zum Hausarzt und sitzt 2 Stunden, weil du einen Termin hast oder was? Meinst du, hast den Gegner erstmal 2 Stunden, der muss erstmal zum Arzt, zum Hausarzt, Krankenversicherung. Genau. Oh, der ist erstmal raus, kann raus, muss den Schlachtfeld verlassen. Drauf. Ja, okay. Ich hatte damals auch Waffen, lass mich raten. Diese und diese. Du kannst beide treffen. ich hatte ein Butterfly-Messer und Nunchakus. Ja, aber das ist der Katalog der Lameness. Danke. Ja, Butterfly ist schon cool. Chuck, 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 chuck. Aber chuck, ja, chuck, aber chuck, das chuck, ist das, chuck. Das sorry, aber ich meine, du bist ja ein recht normaler Typ.
So, aber das hat so. Das Netteste, was du je zu mir gesagt hast. Naja, aber so diese Butterfly-Leute, es gab wirklich eine Kategorie Mensch, das waren die Butterfly-Menschen. Und die hatten immer so dieses Messer und haben im Kinderzimmer immer da so rumgezwirbelt und so immer so leicht irre. Und dann haben die auch gerne mal versucht, immer so zwischen den Fingern und so ein Shit. Also, kannst du mir nicht erzählen, dass Butterfly-Menschen hatten schon alle so ein bisschen einen an der Klatsche. Es hat einfach Spaß gemacht, dieses Klack, 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 Klack. Das meine ich. Aber viel schlimmer war das Chaku. Weil du hast natürlich versucht, irgendwie cool, und die Gefahr, dass du dir selber in die Fresse haust mit diesem Chaku, wenn du es nicht kannst, ist so unfassbar hoch, weil das so eine komische Physik hat. Und du machst dann am Anfang machst du noch so, das geht noch, aber sobald du irgendwie und haust dir das Ding selber in die Fresse, das ist super gefährlich. In so Kung-Fu-Filmen demonstrieren die das immer. Die zeigen so hier und dann machen die und zeigen so, sie können es, weil ansonsten hätte keiner Angst davor, weil du denkst, ja, mach mal, mach doch mal, mach mal was mit dem Nunchuck, weil die meisten sich in die Fresse hauen damit. Aber wie oft passiert es auch, dass jemand, habt ihr jemals gehört, dass irgendwo in einem Straßenkampf oder irgendwelche Leute plötzlich Chakus rausholen? Nunchuck Norris. Vielleicht, ich habe keine Ahnung, aber das ist, es gibt so Waffen, die einfach nur Show sind. Die nie irgendwo benutzt wurden. Also vielleicht gab es mal eine Epoche im feudalen Japan vor 1000 Jahren, als das irgendwie ein Ding war. Aber also allein, es muss ja auch irgendwer mal erfunden haben. Also wahrscheinlich, wer das war, irgendein Bauer oder so hat es mal erfunden, weil er nichts anderes hatte. Da hat er so MacGyver-mäßig eine Waffe improvisiert und hat dann einfach so zwei Holzstöcke gehabt oder was vom Besenstiel abgebrochen. Ja, oder ist es irgendwie so ein Puddingrührgerät oder sowas, was man normalerweise hatte im feudalen Japan. Ja. Und dann greift der Gegner an und du bist gerade am Puddingrühren und so und dann machst du eins für zum anderen. Eine Mistgabel ist ja eigentlich auch was anderes, kannst auch jemanden mit abstechen. Ja. Zwei Jobs. Ein Boomerang. Hattet ihr einen Boomerang? Ja, klar. Ja. Und dann irgendwann nicht mehr. Ich auch nicht. Ich hatte ihn nur ein einziges Mal. Ich hoffe, dass er noch zurückkommt. Ja, ich warte immer noch, jeden Tag. Boomerang ist auch so ein Teil, ne? Ist eigentlich eine geile Waffe, aber der Boomerang ist ja eigentlich darauf ausgelegt, dass er nicht zurückkommt. Weil er ist eigentlich nur wenn du versagst, kommt er zurück. Mhm. Weil du wirfst, geiler Wurf. Aber ursprünglich war es ja eine Jagdwaffe. Mit der du, was weiß ich, Vögel oder Kängurus also die Aborigines halt gemacht. Ja, aber und wenn du halt was getroffen hast, ist das Ding logischerweise nicht mehr zurück. Eigentlich war es dann nur ein Stein. Ich dachte, das kommt mit der Beute zurück. Das ist die Idee. Mit dem Legend of Zelda ist das auch so. Ja, genau. Ja, aber die Idee ist eigentlich so, wenn er zurückkommt, hast du versagt. Du bist nicht cool, wenn er zurückkommt. Ja. Es ist eigentlich nur eine Waffe für Leute, die nicht gut werfen und zielen können. Ja, die einfach mehrere Anläufe brauchen. Und die zu faul sind. Eigentlich, du hast recht, Boomerang ist schon das falsche Mindset, weil du denkst, ja, was ist, wenn ich nicht treffe? Und da müsste man eigentlich sagen, nein. So denken Gewinner nicht. Genau. Der baut seine Waffe nicht so, damit, wenn er nicht trifft, sie zurückkommen. Ja. Nee, du machst einen fucking Wurfspeer und wenn du nicht triffst, dann hast du keine Waffe und bist tot. Also triff bitte. Ja. Und vor allen Dingen die Waffe auch so zu designen, dass du sie wirfst. Und wenn sie nicht trifft, kommt sie aber so zurück, dass du sie fangen kannst und sie dich nicht verletzt. Ich finde, das ist eines der, also das ist wieder Schnabeltier unter den Waffen irgendwie. So eine völlige Absonderlichkeit. Und du denkst, wie kann sowas passieren? Weil eigentlich ist die Idee, da sitzen jetzt irgendwie die Aborigines sitzen dann in diesem sehr unwirtlichen Australien im Outback rum und überlegen sich was, fuck. Und da muss ja irgendein Genie auf die Idee gekommen sein, welche Form. Und das muss ja mühsam von Hand mit wenig Werkzeugen auch erstmal hergestellt werden. Wer kommt auf die Idee in so einer Situation, okay, ich baue jetzt irgendwie so ein Holzding und wenn ich das im richtigen Winkel mit der richtigen Geschwindigkeit und so weiter schmeiße, kommt es zurück. Das ist brillant. Das ist richtig. Fing an, wie Florentin gesagt hat, mit einem Stab. Den haben sie dann so wie einen Stab, wie ein Speer geworfen. Dann hatten sie irgendwann keine guten Stöcker. Oder keine Stöcker, hatten so ein bisschen mit so einem Knick. Dann haben sie gemerkt, oh, das verändert ja die Flugbahn. Und dann haben sie darauf aufgebaut. So, glaube ich, war das. Aber gibt's das in allen Kulturen oder wirklich nur in den Boomerang? Ja. Nee, ich glaube nur Australien. Weil ich meine, das ist ja schon faszinierend, dass gewisse menschliche Errungenschaften haben irgendwie alle gleichzeitig gecheckt. Den Bogen zum Beispiel, Pfeil und Bogen, gibt's in allen Kulturen, egal wo, jedes Ureinwohnervolk, so wo du denkst, so, es ist nicht so offensichtlich, dass man da drauf kommt. Aber das haben anscheinend alle geschafft. Wohingegen Boomerang haben nur ein Volk. Also vielleicht, das ist schon, also ich, nicht ohne ganz es auch jemals nur recherchiert zu haben, aber ich könnte mir vorstellen, du brauchst für den Boomerang brauchst du natürlich auch also Platz, um den zu werfen. Also zum Beispiel im Wald, also ja, Völker, die stimmt, im Wald wohnen, ist ein Boomerang einfach komplett Völker, die sich kaum bewegen können. Also es ist eher was mit Steppen für Steppen oder so ein Kram, keine Ahnung. Also da kommen ja auch geografische Sachen dazu, dann auch so Sachen wie Wind und keine Ahnung. Also das wird, aber es ist eine interessante Frage. Wäre was für die Referate-Show, Referate Boomerang. Boomerang, ja. Ich erinnere mich auch mal, ich hatte mal auch so einen Boomerang, der sah überhaupt nicht, der war nicht so dieses klassische Boomerang-Form. War er rund und aufgepustet?
Was denn das? Nee, ich hab, in meinem Kopf wäre es einfach lustig, wenn der, du sagst, du hattest mal einen Bumerang und dann beschreibst du einen Ball. Ach so. Das sah nicht aus wie ein Bumerang. Nee, der sah, der war, ich kann es nicht sagen, mir wurde gesagt, dass das auch ein original australischer Bumerang irgendwie, was weiß ich, von den Aborigines ist. Und es war so eine Art, der sah aus wie so, wie ein Schuh fast schon, aus Holz. Der war so ein bisschen verbogen. Das ist ein holländischer Bumerang. Ein Klotz war das. Mann, ey. Ja, aber Schuhe sind perfekte Bodenwerkzeuge. Kennen wir ja seit diesem George Bush. Ja, ja, das stimmt. Wo er galant ausgewichen ist, muss man sagen. Immer noch beeindruckend. Ja. Es ist wirklich, wenn man spontan was werfen muss, du hast ja quasi nur den Schuh. Also das ist ja sozusagen der Next Level Ninja-Stern, ja, dass du einfach sagst, genau, den hast du einfach immer parat. Und das ist natürlich auch die Waffe, die du immer parat hast, ist auch die besser, als wenn du sagst, warte kurz, warte, ich muss kurz zu meinem Auto, warte bitte. Oder aus der Holzkrawatte rauspulen. Ich finde aber, der Absatz im Schuh ist ein guter, ein gutes Versteck für einen Ninja-Stern. Ja. Weißt du? Ja. Da gibt's ja auch Filme, wo dann, wo der so drauf dreht und dann kommt da so ein, das war James Bond, Messer, oder vorne glaub, das Messerchen raus. Ja, das auch, genau. Mhm. Das war noch Bond-Filme, wo das noch ein richtig krasses Perk war. Alter, der hat einen Hut mit Rasierklingen, der hat einen Schuh, wo ein Messerchen rauskommt. Agenten. Ja. Hast du, ne? Hast du dein, hast dein, ne? Dings gefunden? Wenn nicht, ist ein Schmetterling. Ich bin mir jetzt auch schon langsam nicht mehr sicher. Vielleicht wurde ich auch da wieder mal verarscht. Oh, wir sehen jetzt auch gerade ganz viele Boomerangs. Ja. Oh, guck mal, der eine ist aber ein bisschen komisch. Ja, Alter, schon, das ist, schon, die geht schon so Form in diese Richtung mehr. Für sehr kleiner Bügel auch. So, so ein bisschen. Guck mal, das ist mit den dreien. Das ist so ein Fidget Spinner eher. Mhm. Geht, glaubt ihr, da gibt es so eine offizielle Boomerang-Gesellschaft, die darauf achtet, dass es eine spezielle Form haben muss, um als Boomerang. Der Präsident ist Friedrich Merz. Ich habe nicht verstanden. Ich hab, seit 20 Minuten denke ich mir schon, wann biegen wir ab, in welche Richtung. Keiner hat es gemacht, habe ich es gemacht. Aber was? Ich erkläre mir, bitte. Ich dachte auch so, vielleicht eine Call-In-Show. Weil er den Leute höchsten Boomerang hat, halt einfach. Wegen Boomerang. Ach, Boomerang. Oh, geil. Shit. Ja, der, lag, der war jetzt schon ein bisschen billig. Also, der war vorhersehbar. Aber der kommt wieder. Aber er kommt wieder, ja. Weil es kein Treffer war. Ja. Ja, herrlich. Ja, naja, aber so ähnlich sah der aus, wie hier, der hier oben rechts. Der, der da. Kann man damit heutige Kids motivieren? Mit so einem Nunchuk oder Wurfstern oder Boomerang? Ich hoffe oder? Nicht. Ich hoffe, die haben sich weiterentwickelt. Das ist. Also meine Kinder spielen immer nur mit dem Butterfly-Messer. Okay. Da bin ich auch ein bisschen stolz, dass ich so gewisse Sachen von früher so ein paar weitergeben konnte. Müssen die das auch immer so zusammenlegen und ölen und so? Alles. Müssen lernen, wie man eine Waffe richtig es wird, wird noch wichtig werden. Ja, ich weiß, absolut. Ich habe letztens Video Bild gesehen von irgendeiner amerikanischen Familie. Die hatten so alle ihre Waffen, die sie haben, so zeremoniell ausgebreitet. Und es waren halt einfach so wirklich und scheiß 30 verschiedene Waffen. Und haben sie ganz stolz erzählt, dass der Sohn mittlerweile auch schon sich eine erste Holzwaffe geschnitzt hat. Er war irgendwie 4 oder so. Und denkst so, okay, dann lieber Bumerang und Ninja-Sterne und dann nimmt alles. Aber das waren so viele Waffen. Ich habe neulich so ein Video gesehen, auch irgendwie Instagram, TikTok, kein Plan. Da ist ein Typ, also die Story ist wohl so, die Tochter von einem Vater wurde irgendwie angefahren und der Typ hat Fahrerflucht gemacht. Ja. Und dann haben die rausgefunden, wo dieser Typ wohnt. Und dann kommt dieser Vater, der ein ziemlicher Schrank ist, und kommt wohl zu dem Haus, von dem er denkt, da wohnt der Typ. Der Twist ist aber, es war das falsche Haus. Und der tritt die scheiß Tür ein und der Typ in dem Haus filmt das die ganze Zeit, sagt so, it's the wrong house, it's the wrong house. Und der Vater hört aber nicht, weil der so irgendwie, der ist voll durch und tritt die gesamte Holztür ein und kommt da rein und ist am Schnaufen und sagt so, where is he, where is he? Und du hörst halt an dem Typen, das ist das falsche Haus, wen suchen sie? Das ist nicht richtig, ist nicht richtig, ist nicht richtig. Und dann irgendwann kommt die Frau von dem Vater rein und sagt so, John, John, I think it's the wrong house. Und er so, wirklich wie so ein Stier am Schnaufen, guckt so die Tür an, die komplett aus dem Rahmen getreten ist. Guckt die Kamera an, merkt, dass er gefilmt wurde. Ja. Er ist so völlig, und der Typ nur so, please leave my house, please leave my house. Und er so, I'm sorry, here's money. Und nur nimmt so Geld, buy a new door, und legt ihm so das Geld hin, I'm sorry, I'm sorry. Und ist so immer noch so am Staufen. Das ist so eine surreale Situation. Ja. Und dann die Kommentare, wie so oft bei solchen Videos, sind die Kommentare immer am besten. Da schreibt auch einer, the guy is lucky that it wasn't a Republican's house. Ja. Weil kannst dir vorstellen, ja, in Amerika, das falsche Haus, da steht jemand vor deiner Tür, absolut, und tritt die Tür ein, was instant passiert. Der wird halt einfach abgeknallt, der Typ. Und da muss ich nur gerade denken, weil wir über Waffen getroffen haben. Das falsche Haus, wo dir das passiert in Amerika, du bist einfach
ist einfach tot, aber er ist halt einfach bei einem Typen gelandet, der offensichtlich keine Waffen hatte, keine Knarren. Ja. Aber geht's da noch weiter? Ist er dann zum Nachbarn gegangen oder war er dann so? Du hörst ja, es so leise. Ja, du hörst ja, wie die einen abtreten. Andere Tür. Lustigerweise. Manchmal muss man auch nur eine Tür eintreten und dann geht's wieder. Ich habe drauf geachtet. Lustigerweise, er legt ihm erst so ein paar Dollarscheine dahin und dann geht er aber wieder hin und nimmt die Dollarscheine wieder mit und der Typ sagt, Sie wissen, wir können jetzt auch die Polizei rufen. Er so, please don't call the police, it was a mistake und geht dann wieder. Und dann habe ich gedacht, Moment, ist er jetzt. Nimmt das Geld wieder mit? Ist er jetzt mit dem Geld wieder weggegangen? Ja, er wollte nur gucken, ob das vielleicht klappt, aber ne. Er hat es erst so selbstbewusst hingelegt, nehmen Sie das Geld und immer mehr so hingelegt und dann am Ende hat er alles wieder mitgenommen und ist abgehauen. Ja, weil er noch so emotionalisiert war und das reicht nicht, es reicht nicht, ja, noch ein paar Hunderter und dann, ja, am Ende hat er also runtergekocht, gemerkt, Moment, da liegen 500 Dollar. Was kostet so eine Tür? Was kann schon eine Tür maximal kosten? Maximal 490. Ja. Aber das war echt krass, weil der Typ, der das gefilmt hat, der war fucking scared, ne? Der hat halt wirklich gedacht, was, da wird jetzt eingebrochen, jemand will mich umbringen und er hat es überhaupt nicht gerafft. Also, ja, was macht der in so einer Situation? Also würdet ihr so, ich habe ja auch manchmal so Fantasien, so wenn was passiert denn, wenn so ein irrer Mensch irgendwie reinkommt? Was würdet ihr weglaufen? Ich wollte sagen, würdet ihr zur Küche gehen und das Messer zücken oder so? Nein, was würdet ihr machen? Abhauen. Einfach abhauen. Ja, abhauen, wenn der durch die Wohnungstür kommt. Ja, du, wie bei der Schlange halt. Ja, wenn du Familie, wenn du Familie im Haus hast, die alle schlafen, kannst du nicht alleine abbauen. Also ich habe. Gut, kommt jetzt auf die Situation an, ja, aber ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass die schlafen, aber. Okay, du hast jetzt keine, nehmen wir an, du hast jetzt keine Familie, aber zumindest irgendwie ein Terrarium mit deinen Lieblingsschlangen oder so. Und du weißt ja wirklich nicht, ey, ist der wegen der Schlange. Ein Warcraft-Account. Okay, alles klar. Ich auf den Tisch. Bring it. Ja. Hast eingeloggt, den Rechner angelassen sozusagen. Er könnte alles verkaufen. Ja. Dann würde ich versuchen, den Rechner noch mitzunehmen, ja. Aber ansonsten abhauen, immer abhauen. Ich denke auch, ne? Lieber rennen und drüber nachdenken. Warum soll man sich mit jemandem anlegen, der offensichtlich wahnsinnig ist? Okay. Der vor allem bereit ist zu zahlen. Der kommt ja drauf an, wenn du die Situation, wenn es die Situation zulässt, dass du rennen kannst. Aber wir reden ja gerade, so habe ich es verstanden, von einer Home-Invasion-Situation. Genau. Bist du ja nicht alleine? Ja, ja, ich verstehe schon. Ich habe diese Fantasie übrigens schon 8 Millionen Mal gehabt und du kannst dir sicherlich denken, ja, dass ich ein kleines Waffenarsenal neben der Tür habe. Teleskopstange, Nunchuck, Baseballschläger, Teleskopstange, Quarzhandschuhe. Wie viele Arme hast du in dieser Vision eigentlich? Er hat ja Kinder. Dr. Octopus einfach. Tränengas. Ja, ihr lacht, aber du hast ernsthaft Tränengas neben der Tür? Ja. Ja, aber damit im Auto. Aber wie? Im Handschuhfach. Also so ein Halfter dann? Oder was ist Trend? Also das ist so ein Sprühfläschchen. So ein Sprüht, okay. Aber das macht doch erwiesenermaßen die Leute, genau wie den Ninja-Sternen, auch nur wütender. Nicht, also, wenn ich sie umhau, machen die gar nichts mehr. Naja, aber wenn du, also machst du erst, haust du sie erst um und sprühst dann das Tränengas ins Gesicht oder machst du so umgekehrt? Es gibt verschiedene Szenarien, die ich durchgespielt habe. Also als erstes würde ich natürlich meine Familie sagen, geht ins hinterste Zimmer, barrikadiert die Tür. Sagst, Drill, ja, one. Genau, dann hast du natürlich würde ich versuchen, aus Bettwäsche sich abzuseilen vom Balkon. Das ist alles schon durchexerziert. Dann die Polizei rufen, ich habe. Ich schätze mal, 10 bis 15 Minuten müsste ich den Eindringling unter Kontrolle halten, bis die Polizei eintrifft. So, da hast du verschiedene Situationen. Spalt öffnen, erstmal mit Tränengas, vielleicht und dann gucken. Trifft das Tränengas, reibt er sich die Augen, dann natürlich direkt mit dem Teleskop-Schlagschock oder mit dem Baseballschläger auf die Kniescheiben gehen. Mhm. Du willst nicht unbedingt töten, weil es zählt immer noch, auch bei Notwehr zählt immer, dass du die Verhältnismäßigkeit der Mittel muss gewährt sein. Das heißt, wenn jemand, sag ich mal, 500 Euro bei dir klaut, darf sie nicht erschießen. Aber was heißt Spalt öffnen? Du machst die Tür also auf oder hast du einen extra Spalt? Ich mache den Spalt. Ja, Tür öffnen, sprühen. Wenn da jemand vor der Tür steht, machst du die Tür auf? Nee. Aber wenn du sagst Spalt öffnen, dann ist die Tür offen. Naja, ich gehe davon aus, dass jemand natürlich dann die Tür versucht zu öffnen. Irgendwann und dann machst du die Tür auf, um die. Na, irgendwann wird ein Spalt ja da sein, wenn er die Tür aufmacht. Irgendwo du wartest, bis die Tür einen Spalt geöffnet ist. Ich warte an der Tür. Wo soll ich denn sonst warten? Soll ich mich? Aber okay. Wo befindest du dich denn gerade? Direkt neben der Tür. In der Haustür. Ja, neben der Wohnungstür. Aber die Frage ist, wieso die Haustür? Machst du die Tür auf oder wartest du, bis der Gegenüber die Tür eintritt? Weil dann kriegst du sie ja nicht mehr zu. Du willst ja sprühen zumachen, oder nicht? Nein. Oder sprühst du und dann haust du noch? Ich stelle mir das so vor. Da kommt der Böse an die Wohnungstür. Der ist schon im Haus drinne. Kommt an die Wohnungstür. Und dann will der die Wohnungstür irgendwie auftreten. Ganz kurz, wir müssen das einmal nachvollziehbar machen. Du redest von einem Mehrfamilienhaus, in dem du dich befindest. Genau. Er ist bereits über die Haustür des Mehrfamilienhauses Treppenhaus. Ins Treppenhaus eingedrungen. Welcher Stock? Sag ich nicht.
Gut, sagen wir jetzt zweiter Stock und da ist jetzt eine Wohnungstür. Was steht an der Klingel? Sagen wir nicht, ne? Hä? Popovic. Ja. Du hast auch okay. so einen leicht russisch klingenden Namen, damit ja, man direkt damit das Gefühl, da klingel ich nicht. Irgendwie ja. Überall, wo Witsch Agrowski steht, klingel ich bestell bei Amazon immer auf Popovic. Ja, finde ich gut. Okay, so, weiter und geht's. Dann, ja. Und dann gucke ich, ich habe ja so einen Türspion, da gucke ich durch und sehe ich natürlich, der trägt, in meinem Kopf trägt er so eine weiße Maske mit Narben und so, also so ein bisschen scary. Mhm. Also der hat eine Maske. Eine weiße Maske mit Narben. Ja, so. Die Maske so, hat Narben. So Jason-mäßig. Aber hat, okay. Hat er die Maske auch so Tränengas? Das ist vielleicht dumm, wenn er eine Maske trägt, müsste ich es überlegen tatsächlich. Wenn der keine meint, der einfach nur, weiß ich nicht, eine Strumpfmaske oder. Vor allem dann ist sein Tränengas ja auch nutzlos, oder? Eben. Weiß ich das nicht. Das Problem. Meinst du? Ja. Oder ist es noch krasser, weil es da drinnen resoniert? Ja, vor allen Dingen, also Frage ist genau, hat er so kleine Glasscheiben in seinen Gucklöchern? Leute. Weil wenn nicht, dann kannst du ja perfekt da durch. Man muss in solchen wirklich extremen Situationen, ja, muss man flexibel sein. Du kannst nicht immer hundertprozentig sein. Du musst dich der Gefahr anpassen. Wenn eine, ne, es gibt auch immer noch die Möglichkeit. Ich habe mir auch schon zum Beispiel überlegt, dass ich mich flach auf den Boden lege und weine. Weil wenn du die es bleibt dir immer bis zum Ende die Möglichkeit. Es ist eine absolut valide Option. Mhm. Aber dass ich, was passiert? Stellt euch vor, versetzt euch in die Rolle des Gangsters, also des Bösen. Ihr macht die Tür auf, guckt links, rechts. Mhm. Außerhalb der Sicht ist natürlich alles, was wirklich flach am Boden ist. Aber da lieg ich. Mit dem Teleskopschlagstock und hau in die Achillesferse rein. Aber, also, Sichtradius ist hier ein Begriff, ne? Ja, aber guck mal. Der ist so, der guckt nur geradeaus. Ja, aber jetzt probier das nochmal aus. Stell ich da mal und guck mal und dann schau mal, ab welchem Punkt siehst du nicht mehr den Boden? Wie weit musst du in die Ferne blicken? Ja, nee, du guckst gerade, in dem Moment, du guckst, du als Einbrecher gehst du ja auch von einer gewissen Gegenwehr aus und guckst vielleicht links, rechts, bist vielleicht auch ein bisschen nervös. Ihr dürft nicht vergessen, Einbrecher sind nicht so cool wie in den Filmen. Das sind nicht so Leute, die da irgendwie die Ruhe weg haben. Die sind auch aufgeregt, die wollen nicht erwischt werden, die wissen nicht genau, was passiert. Die gucken nicht erstmal auf den Mund. Und eins habe ich vergessen zu sagen, ich trage natürlich eine Jacke in Teppich. Ich wollte gerade fragen, kann das sein, dass dein Teppich ockerfarben ist? Ja, alle haben auf denselben Gag gewartet. Natürlich eine Teppichmuster. Ja, aber okay, dann geht das. Du lässt dann die Spaltstrategie fallen. Das also kommt drauf an. Entweder wenn er eine Maske hat. Ach, das wägst du ab, du hast so ein Baumdiagramm. Du schaust rein, wenn er eine Maske hat, vergisst das Spray, jetzt kommt die Teppichtaktik. Na gut, deckst dich zu mit dem Teppich. Wenn er eine Pistole hat, dann wird auch komplett andere Strategie gemacht. Was ist dann die Strategie? Mhm. Na gut, also wenn er eine Pistole hat, dann hole ich die Quarzhandschuhe raus. Ah, ja, okay. Weil da gibt's verschiedene Kampftechniken, womit du jemanden die Pistole sozusagen. Du kannst die Kugeln abwehren quasi. Auch, nee, nicht abwehren, aber du kannst natürlich, umlenken, wenn du in einer gewissen Distanz bist, kannst du die Pistole, kannst du ihn entwaffen. Ja. Ja. Spiegel! Einfach Spiegel. Einfach so, musst nur drücken. Kannst einfach die, musst du halt, aber das sind sehr komplizierte Techniken. Also ich habe so ein Rohr, das so gebogen ist. Und wenn das hältst du, dann geht der hat so einen Trichter-Eingang und dann hat das so auch, und dann immer, wenn einer in der Pistole kommt, halte ich ihm das so vor. Weil die Chance ist halt, wenn das ein sehr guter Schütze ist, vielleicht kann er das umgehen, aber wenn er nicht so ein Gichtgüter schützt, dann kommt er ans Zweifeln. So, dann denkt er, fuck, wenn er es schafft, dass ich in den Trichter treffe, dann fliegt die Kugel quasi um die Kurve und dann bin ich tot. Das heißt, er hat nur einen Versuch. Und die meisten Leute, die eine Pistole haben in Deutschland, sind nicht besonders gut ausgebildete Schützen. Sie haben sie irgendwo im Darknet gekauft oder so. Mhm. Haben nicht die Zeit zu üben, das zu perfektionieren. Nur an Silvester. Ey, wäre es nicht sinnvoll, wenn es so schussfeste Westen gäbe, die so Röhre, so genau solche Rohre an verschiedenen Stellen haben, dass man auf dich geschossen wird. Gute Idee, ja. Per Zufall da reingeht und wieder zurück. Quasi und seine Kameraden zurück trifft, die neben einem stehen oder so, ja. Oder auf dem Helm. Mhm. Du musst dich ja dann genauso ausrichten, ne? Ja, genau, musst auf den richtigen Winkel stehen. Das ist aber nicht leicht. Ja. Teil der Kunst dann. Und dann geht er einen Schritt zur Seite und du musst dich auch immer so anpassen. So. Das ist dann natürlich auch. Man kann ja so Laser, eine Art von Shootout. Ein Laservisier machen. Wenn du auf den Ausgang dieser Röhre quasi oben Laservisier machst, ja, dann kannst du den immer anvisieren. Du brauchst ein grünes und ein rotes Laservisier. Das grüne musst du auf den Lauf ausrichten und das rote auf den Körper des Feindes. Ah, okay, ich verstehe. Und dann brauchst du immer nur halt so zwei Schläuche, dann kannst du unabhängig voneinander. Aber was ist, wenn der Gegner variabel vielleicht? Was ist, wenn der Gegner auch so eine Weste trägt und dann fliegt die Kugel hin und eine halbe Stunde lang immer hin und her? Keiner kann weg, weil sonst wird er getroffen. Ja. Bis sie an Geschwindigkeit verliert.
Ja, dann hast du ein Duell. Dann hast du einfach ein richtiges Duell teilweise. Das gibt ja auch Filme, alte Western-Filme, wo das teilweise 2 Stunden lang die ganze Zeit nur so. Deswegen dauern die so lange. Aber jetzt mal eine Frage. Wenn du doch also wenn du schon kampfbereit bist, sobald du siehst, ah, okay, der sieht böse aus, der hat eine Maske, der hat eine Waffe oder so, dann kannst du ihn doch schon vor der Tür erledigen. Du kannst, weiß ich, kauf dir einen Amboss. Und dann hältst du den auf so einem Seil immer über deinem, über deiner Tür. Bunny oder was? Naja, nur weil es bei Bugs Bunny, es heißt ja trotzdem, das funktioniert. Hast du mal Bugs Bunny gesehen? Das ist eine sichere Sache. Wenn du diesen, oder ein Safe oder so, wenn du den. Hast du mal den Roadrunner und Wile E. Coyote gesehen? Ist nicht safe. Weil das aber zu kompliziert immer ist. Der macht's immer, und der Test, der Fehler, den der Roadrunner macht oder der Coyote, der testet es danach, wenn es nicht klappt. Der denkt, es kann doch sein, dass hier die, dass die Falle nicht geht. Und dann hüpft er da dreimal drauf und natürlich geht sie dann auf. Man muss auch sagen, der Coyote hat auch immenses Pech immer. Ja, das es ist schon Pech. Ey, also es ist eigentlich ein unfairer Kampf von Anfang an. Es ist ein Genie eigentlich, der so viel Know-how hat. Er steckt da so viel Energie und Arbeit rein und er belohnt sich einfach nicht. Der Roadrunner ist sowieso schneller als der Coyote. Das war von Anfang an. Ich meine, bei Tom und Jerry sagst du zumindest, okay, die Katze ist zumindest körperlich im Vorteil. Sie ist größer, sie hat mehr Kraft, sie hat Krallen. Da denke ich, das ist interessant, schaue ich mir an. Aber Coyote gegen das schnellste Tier der Welt. Da denke ich mir so, ja, das läuft halt weg. Ja. Also ich fand das immer schon unfair, einfach von der, vom Grundsetting. Der Coyote, der Roadrunner müsste gar nicht clever sein, weil er ist ja eh schon schneller einfach. Aber das ist ja genau das, was ja der Coyote versucht zu kompensieren durch Katapulte, durch Ereignisse, durch Ideenreichtum. Aber ich muss sagen, ich war immer auf der Seite des Coyoten. Natürlich. Weil ich mir immer dachte, oh Mann, der ist so schnell. So. Ja. Der ist halt benachteiligt, der versucht sich jetzt irgendwie zu behelfen, aber was soll er denn sonst auch machen? Er kann halt nicht so schnell. Das meinte ich halt mit diesem unglaublichen Pech. Es gab Situationen, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wo der sogar auf einem Felsen steht und dann so stampft. Staffel 3. Folge und dann, hat, ja. Und dann wirklich dann der Berg runterkracht und die Plattform bleibt oben. Also das sind da auch manchmal physikalische Probleme, die da auf ihn zukommen. Kann man da nicht einen zweiten Take drehen oder so? Ich denke mir, das ist doch jetzt sau unfair, ja, wenn das jetzt halt genau da passiert und der halt den Berg runterrutscht. Für jeden Take neun Kojoten. Das Ding, die haben ja komplett, also das sind ja so Set-Tiere, die so getrainiert werden mit Trainern und die sterben ja weg. Also die haben allein bei der ersten Staffel von Roadrunner haben die 27 Kojoten da verloren. Wie sein, dass da so viel schief geht, oder? Ich meine, Roadrunner hat unfassbar viele Kojoten auf dem Gewissen. Ja, und ich bin auch, also oft finde ich, wenn man so als Kind irgendwas sieht, man bekommt dann schon so mit an die Hand, für wen man eigentlich sein soll, wer ist der Böse und so weiter. Und wenn man sich das als Erwachsener nochmal anguckt, dann erlebt man so einen Perspektivwechsel. Das Gleiche ist bei Tom und Jerry. Ich finde zum Beispiel, Tom ist in einer Situation, die echt schwierig ist, weil er hat einen immensen Druck von seinen Besitzern. Also die Frau kommt mit dem Nudelholz und zerkloppt ihn. Wenn er nicht die Maus fängt. Also er ist unter immensem Leistungsdruck. Intrinsisch hat er gar kein Interesse, die Maus zu fangen. Dann hast du diese Bulldogge, die ihn einfach komplett zerfleischt, wenn er irgendwas falsch macht. Bulli. So, Bulli-Bulldogge. So, dann hast du diese rotzfreche Drecksmaus. So, die sieht genau, unter welchem Druck, unter welcher Erwartungshaltung Tom steht. Sie kann einfach ihn auch in Ruhe lassen, sie kann ihre Streiche sein lassen, sie kann auch umziehen, so. Sie kann in ein Haus gehen, wo eben nicht diese Konstellation so ist, wie sie ist. Aber nein, sie nistet sich ein, sie verarscht ihn, sie ist auch ein bisschen schlauer als er, sie lässt ihn permanent auflaufen und auch diese Eingangstür. Eine Maus kann das subtiler machen. Die sagt Tom, genau hier wohne ich. Ja, das ist ein ganz sauber gefräster Halbrund. Das ist nicht irgendwie ein Nest oder so, sondern er sagt von der ersten Sekunde, hier wohne ich und es ist gut so. Ja. Ihr wohnt bei mir. Ja, genau. Das ist eine Provokation von Anfang an. Provokation und man darf auch eine Sache nicht vergessen. Tom wurde ja offensichtlich gekauft von den Hausbesitzern oder von Herrchen oder Frauchen. Aber Jerry ist illegal. Ja. Das ist ein Hausbesetzer. Genau. Das ist eine Hausbesetzermaus, die sich nachts rausschleicht und irgendwie Käse klaut und so weiter. Geht in den Kühlschrank ran und sonst was. Jerry ist eigentlich der Verbrecher, der Schmarotzer, der Unruhestifter, die Harmonie des Hauses komplett ruiniert. Und er könnte überall wohnen. Ja. In jeder Wohnung wohnen. So, und das ist, und da redet keiner drüber. Als Kind denkst du, ja, geil, Jerry, let's go for it. Aha, Tom, der doofe Kater und so, ja, das ist einfach nicht in Ordnung. Vor allem ist sie auch frech. Wirklich Rotzlöffel. Ja. Richtiger Rotzlöffel. Ich will noch kurz mal zu dem Coyoten zurückkommen. Und zwar würdet ihr nicht, wenn das 20 Mal nicht klappt, du bestellst was bei Amazon, ist jedes Mal Scheißprodukt, würdest du nicht einfach irgendwann auch mal vielleicht woanders bestellen? Bestell immer noch bei Acme. Nach wie vielen Staffeln? Was muss noch passieren, dass er es mal lernt? Ja. Und warum braucht er überhaupt den Roadrunner? Er ist offensichtlich reich. Der hat entweder reiche Eltern. Ja, weil er hasst ihn einfach. Eine persönliche Sache.
Und deswegen ist er aber der Böse. Weil er eigentlich, es war unfair, weil Roadrunner ist schneller, aber er ist schon der Böse, ja. Weil er könnte sich auch einfach ein Toastbrot bestellen oder so. Ja. Und einfach. Da fehlt dir leider ein bisschen der Kontext, weil ja, weil der Roadrunner hat natürlich Dreck am Stecken. Du weißt ja nicht, was der Roadrunner dem Kojoten alles angetan hat. Das fing, ist eine lange Geschichte, aber das fing an mit Fremdgehen. Ausgespannt. Ausgespannt. Aber ich stell mir gerade vor, der Account des Kojoten auf acme.com, wo er alle Produkte bewertet mit einem Stern. Ist mir ins Gesicht explodiert, mir auf den Kopf geflogen, keine Kaufempfehlung. Nicht, wie in der Anleitung beschrieben. Kam defekt an. Also nur ein Stern. Nie wieder. Explosion viel zu stark, Explosion viel zu schwach. Dieser Regenschirm schützt nicht vor Felsen. Aber ja, im Gegensatz zu Jerry ist ja der Roadrunner einfach strohdumm. Der läuft ja einfach nur geradeaus, läuft, guckt dumm aus der Wäsche, selbstzufrieden und glücklich, weil er keine Probleme hat, so weil er gar nicht so diese tiefsinnigen Gedanken hat. Dem ist gar nicht so richtig bewusst, was für ein Aufwand betrieben wird, um ihm zu schaden. Es ist dem ganz natürlich bewusst. Ach, Quatsch. Der schaut das doch genussvoll an. Der läuft immer nur. Was der Kojote da aufgebahrt. Das ist doch für ihn ein Prestige, wenn er sagt, oh, guck mal, was er sich wieder ausgedacht hat. Da läuft er doch extra vorbei. Der könnte doch einfach einen anderen Weg nehmen. Der läuft ja immer direkt dran vorbei. Aber ja eben, er läuft braucht vorbei. Das, der Roadrunner. Ich bin mir nicht so sicher, ob der das alles mitkriegt. Du siehst ganz oft, gehen die ganzen Apparaturen und so ja erst los, wenn er schon wieder weg ist. Der kriegt das manchmal gar nicht mit, was dem Kojoten alles passiert. Aber der sieht's ja, wenn er drauf zuläuft. So, der weiß ja, da ist ein Amboss in der Luft. So, das versteht er ja auch in gewisser Weise. Ich glaube, das ist ein ganz perfides Spiel von Abhängigkeiten. Die brauchen sich gegenseitig und die steigern sich gegenseitig hoch und die brauchen das auch. Und der Roadrunner genießt es, wie sehr der Kojote sich reinhängt. Ich glaube, das ist so eine Allegorie. Ich weiß, ist das richtige Wort. Der Kojote symbolisiert den Menschen, den ehrgeizigen Menschen, der versucht, irgendwie gewisse Missstände zu überwinden. Und der Roadrunner ist halt irgendwie so ein Problem. So, und der ganze Aufwand, der darin fließt, diesem Roadrunner irgendwie sich über den zu stellen, ihn zu besiegen, ihn zu fangen und so weiter, der schadet nur einem selbst. Und wie oft ist es so, dass man sich vor ein Problem gestellt sieht, was man nicht lösen kann, aber man investiert so viel Energie da rein und am Ende hat man das Problem nicht gelöst, aber sich dabei selbst völlig verausgabt. Und diese Allegorie sagt ein Beispiel einfach, dafür nennen. Ja, ich weiß, jeder kann ein Beispiel dafür. Was ist deins? Mein konkretes Beispiel ist Mode. Und so schließt sich der Kreis. Ich bin der Wile E. Coyote der Mode. Ich gebe viel Geld für Klamotten aus. Mhm. Schon immer. Schon als Jugendlicher schon shoppen gegangen und so weiter. Oder wo? Aber wer ist denn Roadrunner? Nein, das Ding, aber es klappt halt nicht. Der Roadrunner ist in dem Fall, das, was der Roadrunner bei Acme reinsteckt, stecke ich bei anderen Sachen rein. Aber den Roadrunner habe ich trotzdem nie gekriegt. Ich verstehe es. Mhm. Ja. Aha. Absolut real. Deswegen funktioniert das auch. Und deswegen sind, glaube ich, viele Leute auch dann, obwohl natürlich eigentlich vordergründig der Kojote tatsächlich das Arsch ist, weil er völlig unprovoziert diesen armen Vogel jagt, so, obwohl er sich auch Essen bestellen könnte einfach. Aber das ist, glaube ich, der Aspekt, mit dem man relaten kann und deswegen identifiziert man sich auch mit dem Kojoten, weil man will irgendwann das Erfolgserlebnis haben. Und das hat er halt nie. Nie. Ich glaube nicht. Ich glaube, der Kojote wäre todtraurig, wenn er einen Roadrunner kriegen würde. So, stell dir vor, der hat jede Woche ein neues Projekt. So, der hat jede Woche ein neues Projekt, sagt, hätte ich dann doch mit dem Pulverfass. Warte mal, wenn ich das da oben aufbaue und dann, ich probiere, ich bestelle Pulverfass, dann die Rampe, und dann unten ist die Schnur und dann rennt er durch und dann klappt es nicht. Und dann denke ich, fuck. Aber er denkt sich, wie wär's mit Ski? Ich habe zwei Ski und positioniere mich ganz oben und dann bin ich schneller als er. Und er hat immer wieder neue Ideen und Kreativität und Technik und lernt ja auch Dinge, so Handwerk und so, und dann rührt er chemisch eine Säure an oder so. Da geht er auch irgendwie mal, schaut sich Tutorials an, was ist das eigentlich, Salpetersäure und sowas. Der lernt ja wahnsinnig viel, der hat ja wahnsinnig viele Hobbys und Projekte. Wohingegen, wenn er jetzt den Roadrunner kriegen würde, wäre das alles vorbei. Der Weg ist das Ziel. Ja. Der Weg ist das Ziel beim Kojoten. Ja, ich würde gerne mal sehen, wenn er ihn irgendwann mal fängt. Also als erstes wird es erstmal so eine impulsive Freude geben. Und dann käme so ein Moment der Erkenntnis, so, fuck, was jetzt? Was mache ich jetzt? Ja, es gibt eine Family Guy Cutaway, wo es genau darum geht, wo er dann auch depressiv ist. Ich glaube, er bringt sich am Ende um, weil er natürlich einfach seinen Lebenszweck weg ist. Plus, wo ich gerade dran denken musste, er sucht sich ja auch das schnellste Tier aus. Es ist ja nicht das einzige Tier in der Wüste. Er könnte ja auch einen Salamander jagen oder so, ne? Aber nein, er will die Nummer eins haben. Das ist für ihn viel bedeutender als das Essen an sich, was das bedeutet. Ne? Was ist denn ein Kojote in echt?
Wie ist so eine Mischung aus einem Wolf und einem Fuchs? Nee, nicht was ist er, sondern was ist er? Also kleinere Tiere. Was er isst? Ja. So, ja, so Nickel und sowas. Wüstenspringmäuse. Wüstenspringmäuse. Also ihr sagt Kakteen, das basiert gar nicht auf wahren Begebenheiten, Kakteen, oder was? Vielleicht. Weißt du, es gibt Tiere, die Kakteen essen, ganz sicher. Ich glaube, es basiert auf einer Romanvorlage von eurer Kutschef, 1826, ja, leider zu früh verstorbene Autorin. 24 ist er doch verstorben. Ja, ja, 24, beziehungsweise natürlich, ja, je nachdem, welchen 26, Quellen man, ja, und welchen Kalender man, ja, man der Kojote, das ist, glaube ich, ja, die Romanvorlage. Ja. Und soweit ich weiß, war sie Biologin. Also ich glaube, es kann schon auch realistische Bezüge haben. Ja. Ja. Das ist eine ganz interessante Geschichte eigentlich. Quasi dokumentarisch. Story-Geschichte, ja. Was ist denn der Roadrunner eigentlich für ein Tier? Also es ist ja kein Emu, es ist, was ist es? Ein Strauß, dachte ich. Nein. Es ist ja, also auf jeden Fall ein Laufvogel, aber was für einer? Also. Ich hätte es auch der Emu, oder? Dieses, halt mit dem plüschigen, mit der plüschigen runden Mitte. Ja, aber und Emu ist ja ein australisches Tier und Vogelstrauß ist ein afrikanisches Tier. Es muss halt es ist aber irgendein Laufvogel, der immens schnell ist. Ich würde es gerne wissen jetzt, ja. Und ich würde gerne mal wissen, wie das so wäre, wenn jetzt irgendwie, es gibt ja mittlerweile auch so Emu-Farmen, Vogelstrauß-Farmen, wenn dann irgendwie in dem Gebiet, irgendwo, wo ist das, in Arizona oder so, hat dann jemand so eine Emu-Farm und stellt sich raus, Emus sind schneller als der Roadrunner. Und, oh, dann, ja, und dann sieht der Kojote, sieht auf einmal, wie dieses Emu den Roadrunner überholt. Und auf einmal so, oh, und dann geht's gar nicht mehr. Und was macht dann der Roadrunner, wenn er auf einmal nicht mehr die Nummer 1 ist? Ja, ja. Was passiert dann mit ihm? Ja. Das, wow. Ja, das ist echt ein Ding. Aber ich glaube, so ist es für die beiden perfekt. So, es ist die ewige Jäger- und Gejagte-Situation, okay, die halt einfach so aufrechterhalten werden muss. Ja. Also der Ede googelt gerade irgendwie Renn-Google-Fakten. Rennkuckucke. Rennkuckucke. Also Rennkuckucke kommen in Nord- und Mittelamerika vor. Hier bereicht das Verbreitungsgebiet des Wegekuckucks vom Südwesten USA bis nach Nordmexiko. Mhm. Das des Rennkuckucks von Mexiko bis nach Nicaragua. Sie kommen vor allem in den Ariden. Rennkuckucke sind große, schlanke Vögel. Der Wegekuckuck wird bis zu 56 cm, der Rennkuckuck bis zu 48 cm groß. Die können gar nicht fliegen, nur rennen. Jetzt sagt man, habt ihr schon jemals vom Rennkuckuck gehört? Nein, aber die haben doch Federn, oder? Die können rennen und auch fliegen? Rennkuckucke sind omnivor. Nee, warte, das steht hier nicht. Da steht nicht, ob die fliegen können. Ich würde gerne mal die Geschwindigkeit. Ah, bis zu 30 Kilometer. Ich überlege gerade, das klingt nicht so schnell. Ja, aber für so ein kleines Vögelchen mit so einer Beinspannweite von ein paar Zentimeter. Ich meine, so ein Gepard ist ja auch so 60 km/h oder? Viel schneller. Nee, ja? 120. 120, so krass. Ja, auf Kurzstrecke. Okay. Aber dann habe ich einen langsam gesehen, sorry. Dann habe ich einen gesehen, der sich nicht richtig angestrengt hat. Nee, aber ich finde, also so ein Wolf kann auch locker 50 km/h über längere Zeit laufen. Das heißt, ein Kojote muss den noch eigentlich. Also ein Kojote kann auch 30 km/h laufen, oder nicht? Ja. Ja, naja, deshalb ist wunderlich. 30 km/h ist jetzt für ein Vieh, das ist enttäuschend. Rennkuckuck heißt er, würde ich jetzt ein bisschen mehr. Das ist total enttäuschend. Wann seid ihr das letzte Mal so schnell gerannt, wie ihr könnt? So wirklich mit so 12. Alles gegeben. So wie viel der Körper hergibt. Es gab eine Situation, ich war 10 oder 11 und hatte ich Gitarrenunterricht in meiner Grundschule und es war schon irgendwie Winter und ich musste 2 Stationen mit dem Bus fahren, so eine lange Straße im Prinzip eigentlich bis nach Hause und aus irgendeinem Grund, ich weiß nicht warum, es war dann so, weiß ich nicht, 17, 18 Uhr im Winter, wie gesagt, es war dunkel und ich stand da mit meiner Gitarre und aus irgendeinem Grund habe ich Schiss gekriegt, es war, vielleicht ist irgendein Auto vorbeigefahren, irgendwas hat mich getriggert, ich weiß nicht mehr genau, was der Auslöser war, aber ich habe plötzlich Schiss vor Kidnapping gekriegt. Hm. Und dann hatte ich gerade den Bus verpasst und es hätte 15 Minuten, hätte ich da im Dunkeln an dieser einsamen Bushaltestelle warten müssen. Ich habe so Schiss gekriegt, dass ich nach Hause gerannt bin. Und ich erinnere mich, dass ich zur gleichen Zeit angekommen bin wie der Bus, den ich verpasst habe. Wow. Und ich bin, ich erinnere mich, deshalb ist es noch so präsent in meinem Kopf, ich hatte so Angst und es war, als ob die Angst mich schubst. So, als ob die mich pusht. Ich bin so schnell gerannt mit der Gitarre in der Hand. In der Hand? Mit der Gitarre. Die Tasche in der Hand. Ja, das war so und dann hier noch in der Hand, damit ich besser damit rennen kann. Und bin gerannt. Ich weiß es nicht mehr, aber es kam mir in meinem Kopf zumindest sehr, sehr schnell vor. Und das werde ich nie vergessen, weil ich glaube, das war das Schnellste, was ich je in meinem Leben gerannt bin, weil ich Angst hatte. Ja. Und ich glaube, wenn du Angst hast, also wirklich Angst, wenn plötzlich das Adrenalin in den Körper schießt, du hast panische Angst, dass dein Körper plötzlich zu Sachen
ist, bereit ist, die es sonst nicht gehen. Ja, das erinnere ich mich. Das war das letzte Mal wahrscheinlich, wo ich Höchstgeschwindigkeit erreicht habe. Wie ist es denn so mit so professionellen Sprintern oder so? Gibt es da eine Strömung, die sagt, nee, die sollen richtig Angst deswegen haben? Schießen die Pistole am Anfang deswegen ab. So, es gibt ja auch diese Jogging-Apps, die dir immer sagen, so die Zombies sind hinter dir her, die Wölfe, die kommen wirklich immer näher und so. Das ist Bullshit. Und dann musst du rennen und je schneller du rennst, die App checkt dann so und jetzt irgendwie hast du sie abgehängt oder nicht. Und die, dass du Angst hast und so in der Richtung. Gibt es das? Ich weiß jetzt nicht, ob du... Nee, wirklich. Das gibt es wirklich? So. Weil ansonsten ist es eine gute Idee. Ja, es gibt ja alle möglichen Trainings-Apps, aber da irgendwie, wo die halt ständig so, die Wölfe hinter dir und jetzt der Roadrunner und jetzt der Dino Roadrunner und so, die neue Staffel. Der Kojot hat die Rakete schon angezündet. Der kommt auf Schienen. Der Kojot kommt auf Schienen. Ja, dann ähnlich. Also bei mir eben, ich meine, ich habe lange Fußball gespielt. Da sollte man eigentlich meinen, ich habe zumindest mal bis irgendwie mit 18, 19 regelmäßig meine Höchstgeschwindigkeit erreicht. Aber ich bin bei dir, dass die Angst einen nochmal zur Höchstleistung antreibt, die man so in normalen Situationen gar nicht erreichen kann. Ich erinnere mich an eine Situation, ich habe mal auch als Kind so einen Hund ausgeführt, so einen Schnauzer von irgendeiner Frau, die ich mal im Dorf kennengelernt habe. Die hatte einen Papagei und einen Schnauzer und so. Irgendwie waren wir da, weil die coole Tiere hatte und haben regelmäßig einen Hund ausgeführt. Und irgendwann waren wir am Wald. Und meine Schwester hat irgendwie den Hund gehalten und ich wollte die Leine ranmachen. Und irgendwie gab es ein Missverständnis. Sie hat ihn losgelassen oder vielleicht habe ich ihn losgelassen, ist egal. Jedenfalls ist er auf einmal in den Wald rein. Und dadurch, dass es nicht mein Hund war, ich habe panische Angst gehabt, dass dieser Hund einfach weg ist. Mhm. Und ich bin durch diesen Wald, durch Stock und Stein, bin ich diesem in einer Geschwindigkeit. Und in meinen Erinnerungen, ne, sind wirklich so die Bäume an mir so vorbeigeflogen und ich bin über Äste gesprungen und so und habe diesen Hund dann auch eingeholt. Wenn er ernst gemacht hätte, hätte ich ihn im Leben eingeholt, aber das Gefühl zu fliegen in dem Moment, ich habe noch nie wieder in meinem Leben das Gefühl gehabt, so unfassbar schnell zu sein, wie in dem Moment, wo ich diesem Hund hinterhergelaufen bin. Und in echt gibt es dann so eine Kameraperspektive, wo du so durch den Land... Ja, denkst du. Timmy! Hey, Timmy, wo bist du? Timmy! Ja, ich habe das beim... ab und zu gehe ich ja noch zum Basketballtraining und wenn ich dann auch beim Sport bin und dann kommt mir das manchmal so schnell vor, dann denke ich so, oh. Und manchmal bei den Spielen, es läuft immer eine Kamera, wir nehmen immer die Spiele am Wochenende auf und manchmal gucke ich mir dann dieses Video an. So, und in meinem Kopf ist das so ein richtig schneller Move. Ja, der alle. Ja, okay. Und dann gucke ich mir dieses Video an und es mit dem quietschenden Ton noch, der so beim Basketball mit den Schuhen und irgendwie alten Männern, das ist ja die Seniorenliga, ich spiele Ü35-Liga, mit so und alles an diesem Bild strahlt so, das, ich weiß nicht, was das Wort ist, aber Gegenteil von Dynamik aus. Und dann sehe ich so mit meinem halb krummen Rücken und es sieht aus wie fucking Zeitlupe. Und ich kann eigentlich gar nicht glauben, dass das überhaupt irgendein... dass dieser Move gereicht hat, um an jemandem vorbeizukommen. Und dann sehe ich diesen Typen, sitzen alle in so einem grauen Bart hat und so eine Plauze und der einfach nur so dasteht und sich ärgert. So, und es, aber in dem Moment, wo du das machst, kommt dir das vor, als wo du sagst, ich bin ja ganz schön schnell. Vielleicht hätte ich doch die Chance gehabt, so damals professionell und so. Und dann guckst du dir das an und es ist... Was ich damit sagen will, ist so die eigene Wahrnehmung kann doch sehr weit von der Realität manchmal wegliegen. Mhm. Ja. Schon verrückt, wie wenig von seinem Körper man nutzt. Ne? Also das ist wie wenn man so einen Sportwagen hat und nur so Standgas fährt immer so. Das ist, man könnte so schnell sein und so krasse Sachen machen, man sitzt hier nur da. Ja, weil du auch nur eine Tankfüllung hast. Die muss reichen bis zum Ende deines Lebens, so ungefähr. So stellst du es dir vor. Du hast nur einmal getankt, einmal zu Aral. Es ist ja nicht so, als ob wir alle uns noch Lebenskraft irgendwie anders aufsaugen könnten. So, wir können essen, ne? wir verhungern nicht und so. Aber du wirst dadurch nie wieder so krass wie mit 20. Da kannst du noch so gut essen. Aber ist es nicht so, also ich habe mal so gehört, so jeder Mensch hat so 100.000 Herzschläge in seinem Leben. Mehr. Was wahrscheinlich Millionen. Quatsch nur? Ist. Was, irgendeine Zahl halt einfach, aber die Idee ist, man hat eine fixe Zahl und danach ist das Herz kaputt. Aber ist es nicht so, wenn man Sport macht, lebt man länger? Also ist es nicht so, dass... Nee. Okay, gut, dann haben wir das auch mal geklärt. Nee, also es ist wirklich, also ich meine... Du lebst länger, aber in der Zeit machst du halt Sport. das Leben macht keinen Spaß. Ja, aber Moment. Hat jemand die Rechnung gemacht? Aber es kann ja sein, für jede Stunde Sport, die du machst, lebst du 2 Stunden länger. Das heißt, klar, du hast eine Stunde mit Sport verschwendet, aber du hast eine Stunde insgesamt auch, also netto. Meinst du, die Bilanz ist dann immer noch positiv? Vielleicht ist die Bilanz noch positiv, oder? Also, wenn du moderat Sport machst, glaube ich schon, dass du ein bisschen gesünder lebst. Aber wenn du so Leistungssport machst, dann verkürzt du, glaube ich, eher dein Leben.
Ich finde es eh irgendwie sehr bedauerlich, dass unser Körper so eine völlig untergeordnete Rolle spielt, wie in so einer Soap-Opera, wo er eigentlich mal angefangen hat als Hauptdarsteller. Und dann kommen immer mehr krassere Schauspieler und am Ende ist er einfach nur noch so ein Nebendarsteller. So wie Gary Barlow bei Take That oder so, um den herum die Band gebaut wurde und am Ende redet keiner mehr von ihm. Und der Körper war mal so das Wichtigste. Der Körper war so wie bei Tieren, ne? Das Gehirn dient irgendwie dazu, den Körper so zu bewegen, dass er sich ernährt und sich fortpflanzt. Das Gehirn dient dem Körper, damit der Körper sich fortpflanzt und überlebt. Lang genug. Und wir sind aber an einem Punkt, wo wir sind eigentlich gefühlt nur noch das Hirn und der Körper ist halt so Ballast. Den hat man halt so. Und jetzt sind wir in einem Punkt, wo wir sagen, okay, wir müssen diesen Körper auch ein bisschen nutzen, damit sich die letzten 50 Jahre nicht völlig scheiße anfühlen, die man so hat. Und dann wuchtet man sich hoch und macht irgendwelche Sachen mit dem Körper, die halbwegs simulieren sollen, wie der eigentlich mal benutzt wurde. Nämlich irgendwie durch die Steppe gerannt, Baumstämme getragen und whatever. Und dann geht man in so eine, ohne Tageslicht, einfach in so eine Art Lagerhalle mit Spiegelwänden, wo man so Gewichte hebt, damit dieser Körper irgendwie halbwegs funktionabel bleibt. Aber eigentlich braucht man ja nur das Gehirn. Was ich immer nicht verstehe, warum, wenn man Übergewicht hat, warum ist das nicht auch wie ein Workout? Hm. Weil ob ich jetzt eine Hantel in die Hand nehme oder ich eine dicke Hand habe, ist ja jetzt erstmal kein Unterschied. Also warum sagt man nicht, wenn du 10 Kilo Übergewicht hast, ist es so, als würdest du ständig mit 10 Kilo trainieren. So jede Treppe rauf, Treppe runter. Warum ist man nicht fitter, wenn man schwerer ist? In manchen Punkten ist das wahrscheinlich so. Ich glaube, wenn du ein gewisses Gewicht hast, dass dann deine Beine zum Beispiel wahrscheinlich schon stärker sind. Schwere Menschen machen dünnen Knieprobleme auch, weil, also du hast völlig recht, es ist so, dass das belastet, Aber warum ist man dann nicht super, super muskulös, wenn man abnimmt oder so? Ja, weil du ja nicht, wenn dein Kopf riesig wäre, dann wären deine Schultern wahrscheinlich muskulös. Was ich meine? Aber du, nur weil der Bauch dick ist, was soll denn dann stark werden dadurch? Aber wenn du jetzt den Gewicht vor den Bauch spannen würdest und die ganze Zeit einfach damit als schlanker Mensch, dann würdest du jetzt auch nicht zwangsläufig den Bizeps damit trainieren oder was? Weißt du, was ich meine? Aber, aber ist das nicht eine gute Idee? Anstatt immer ins Workout zu gehen, schnallst du dir einfach irgendwie 5 Kilo an die Unterarme oder so. Es gibt sowas. Es gibt so bindige Gewichte mit Fettverschluss, die so, die manchmal. Ist das nicht besser? Einfach die, und die trägst du einfach den ganzen Tag, ohne dass du es merkst, so. Na, du merkst das schon. Also das Problem ist, was du brauchst, ich kann es dir, eine Sache kann ich erklären und das ist alles, was ich erklären kann. Okay. Also damit die Muskeln wachsen, musst du halt immer mehr drauf packen. Also du musst die ständig reizen, dadurch, dass es mehr ist. Zunehmen. Wenn du also deine 5-Kilo-Dinger, dann irgendwann merkst du die nicht mehr, aber dann wachsen die Muskeln auch nicht mehr, sondern musst du irgendwann 10 Kilo. Aber dann sind sie ja schon gewachsen. Ja, aber halt nur ein bisschen, ne? Also für 5 Kilo gewachsen. Aber wenn du mehr willst, musst du irgendwann, hast du 50 Kilo, so eine dicke Rolex, nur damit es irgendwie damit der Arm mehr so fitter wird. Also du musst mitgehen, die Gewichte müssen größer werden. Aber überlegst du, ob du da in die Richtung was machen willst? Nee, gar nicht. Ich denke es mir nur jetzt, weil was wir erörtert haben, du sagst, ja klar, Stunde Gym ist vielleicht ganz gut, aber du warst halt dann eine Stunde, hast halt dann Sport gemacht. Und so, wenn du es irgendwie integrieren könntest in den Alltag, dass du irgendwie so schwere Luft atmest oder was auch immer, um deine Atemmuskulatur zu stärken, jetzt mal nur so eine Idee, dann kannst du es so nebenbei machen, auch so vielleicht. Ich finde die Vorstellung, schwere Luft zu atmen. So, stell mir vor, atmen wäre wirklich richtig so anstrengend. So. Ich hab, den ganzen Tag kannst du kaum reden, so zwischen den Atmern, alle können kurz einen Satz sagen, stell mir Podcast vor. Aber ist es nicht so, dass Sportler irgendwie in den Bergen trainieren? Damit weil da weniger Sauerstoff ist. Schwerer, damit die mehr einatmen. Nee, dann haben die, mehr Hämoglobin oder irgend so ein Shit. Keine Ahnung. Und dann, wenn sie wieder runterzusteigen, ist der Körper den niedrigen Sauerstoffwert gewohnt und die sind plötzlich super krass. Also ich sag's ganz ehrlich, wir haben hier das Gebiet meiner Expertise komplett verlassen. Ich habe einen Teleskop-Schlagstock. Muss ich doch nicht drum hindern, drüber zu reden. Ich mache das auch immer, dass ich dann einfach, wenn du mit selbstbewusstem Ton irgendwas behauptest, wie viele Leute da draußen wissen das? Und wenn in den Kommentaren steht, Nils, das ist Schwachsinn, was du gerade gesagt hast, dann lösche ich den halt. Einfach den Kommentar löschen. So lösche ich den halt. Und der präzise Inhalt, den vergessen die Leute eh. So, du weißt jetzt eh nicht mehr, was hat irgendwie irgendjemand, den du intellektuell respektierst, da kannst du auch in den seltensten Fällen exakt sagen, was der gesagt hat, aber du speicherst den ab als, ey, den kann ich hoch einschätzen, so schlauer Mensch, dem vertraue ich, wenn der irgendwas sagt. So, und so mache ich das auch. Jetzt behaupte jetzt einfach irgendwas, wenn jemand in den Kommentaren mich quasi
entlarvt, dann lösche ich den Kommentar, sperre den User. Und was am Ende hängen bleibt, ist, ja, ey, Nils hat richtig viel Ahnung. So, und das hilft dir komplett durchs Leben so. Ich wäre nicht hier, wo ich. Wäre ich sehr viel am Löschen. Auf jeden Fall. Ja, mache ich auch. Also, ich lösche eigentlich nur noch. Zum Thema schwere Luft. Ich habe hier ganz viel mit Süßstoff rumgehantiert für das Referat mit diesem ganzen Puderzuckerschnee und sowas. Und da habe ich wirklich auch in der Küche so viel mit Süßstoff, diesem Pulver rumgearbeitet, dass irgendwann wirklich der ganze Raum süß war. Also du hast bis in diesen Raum reingegangen und hast wirklich einen Mund Luft genommen und es war süß. Und ich dachte mir eigentlich, wie geil ist das denn eigentlich, zu sagen, du Luft mit Geschmack. So, wir sind mittlerweile an dem Punkt, wo wir sagen, Wasser braucht noch ein bisschen was. So dieses Wasser mit Geschmack ist ja wahrscheinlich, dass tausende Startups sind daran verbrannt, zu sagen, Wasser mit noch ein bisschen was. So der Mensch ist ja so anspruchsvoll, dass er sagt, H2O, Lebenselixier, aber gib mir noch ein bisschen Pfefferminz, so ein bisschen. Warum jetzt nicht auch das weiterführen und zu sagen, Luft mit einem bisschen Geschmack, so ein klein, sie atmen nicht gerne, sie atmen zu wenig, jeder Mensch soll ja jeden Tag 8 Liter atmen, sie atmen zu wenig, warum nicht ein bisschen Zitrone drin? Kann ich dir sagen, hast du jemals diese Duftbäume im Auto erleben müssen? Ja, ja, das ist allerdings der Grund. Ich hatte Duftbäume in meinem Zimmer immer, ja. Nein, Alter. Doch, ja. Das ist ja wohl das Ekelhafteste, was der Mensch sich je ausgedacht hat, Duftbäume. Warum Doch, ich fand das so cool. Du hattest Duftbäume in deinem so Zimmer? Why? Ja, ja. Du mochtest den Duft. Und vor allem, was ich nicht verstanden habe, was glaube ich niemand versteht, ist, dass Duftbäume ja so angelegt sind, deswegen haben die auch diese Tannenstruktur, dass du die Packung oben aufmachst und den nur ein Stück rausziehst. Du bist ein Stück vom Baum raus. Genau. Und dann, wenn es nicht mehr riecht, ähnlich wie die Hanteln, wenn es nicht mehr reicht, gehst du weiter. Und ich glaube, das hat noch nie jemand so gemacht, sondern du gehst einfach all in. Full. So ist eine ganze Packung Toast auf einmal. So ja, denkst, nein, Scheibchen, du Trottel. Und nach zwei Tagen ist das Ding nur noch ein grüner Fussel. Meint ihr, es gibt Duftbaumvergiftungen? Das ist wirklich wie so eine Schockwelle. Im Auto diesen ganzen Duftbaum oder vielleicht sogar zwei da ausgepackt haben und dann an Duftbaumgasen sind vergiftet. Ist das der perfekte Mord eigentlich gerade? Der Duftbaummord? Der Duftbaummord? So, wenn du sagst, ich hätte gerne einen Duftbaum und du nimmst so den mit dem Betäubungsgas drin oder so und dann während der Autofahrt? Aber auf jeden Fall. Wird man nicht selber dann. Also, aber was mich grundsätzlich, ich finde, der geilste Duftbaum überhaupt und auch herrlich ist, so vom Mindset her, ist New Car. Ja, fantastisch. Es gibt einen Duftbaum, der hat die Geschmacksrichtung New Car. Und dann gibt's Leute, die fahren so einen alten Fiat Tingo oder sowas und hängen sich dann oben an den Spiegel diesen Duft von New Car. Und das macht was mit einem. Aber ich finde das faszinierend, dass man das so isolieren kann, diesen Geruch. Mhm. Der wahrscheinlich nicht, der halt so wahrscheinlich so Kunststoff oder irgendwie Klebstoff oder keine Ahnung, was so ein Auto am Anfang nach riecht, aber das ist schon geil, dass man das so isolieren kann. Oder meinst du, ich glaube, also ich habe mal gehört, dass Autos mittlerweile so krass designt werden, dass es auch so einen Audiodesigner für die Uhr gibt, ja, für die Tür gibt. Tür, ja. Dass die Tür genauso gebaut wird, unabhängig jetzt von den Ingenieuren. Das Geräusch macht, wenn man sie zumacht. Dass es genau ein befriedigendes Geräusch macht. Es gibt doch dann bestimmt auch den Geruchsdesigner, der designt, wie das Auto riecht, wenn du es abholst. Ja, 100%. Oder? Definitiv, ja. Das ist wahrscheinlich gar nichts Technisches, sondern die sprühen da irgendwas rein, was dann gleich auch in die Baumproduktion geht. Vielleicht polieren die das mit irgendwas, was so riecht. Aber ja, ja. Ich meine, nach was soll das riechen? Das kann doch wirklich nur nach Plastik und Stoff, frischem, aus der Folie geschältem Stoff riechen. Aber ihr kennt doch auch noch früher, wenn man Videospiele gekauft hat, diesen Geruch, den die Anleitung gehabt hat. Oh, ja. Das war auch nur Plastik und Papier. Aber das war so ein magischer Geruch, der hat sich eingebrannt. Das hat man richtig so, oh, neues Super Nintendo-Spiel. Und das hat man immer verbunden mit diesem Glücksgefühl. Und da, also man hat ja oft so, dass sich Gefühle verkapseln mit irgendeinem Geruch oder mit einem Geschmack oder mit einer Akustik, mit einem Lied oder so weiter. Und das hat sich halt über die Jahre, hat sich halt die Glückseligkeit, etwas Neues bekommen zu haben, hat sich in den Geruch quasi manifestiert, sodass du jedes Mal, wenn du das riechst, dieses Glücksgefühl hochkommt. Ey, geil, so habe ich mich gefühlt, als ich ein neues Spiel hatte, ein neues technisches Teil. Und es waren ja oft solche Sachen, ne? Neuer Computer, neue Konsole, neues Spiel und so weiter. Und das ist das Gleiche, wie wenn du ein Lied hörst, was dich in eine Zeit zurückversetzt und dann kommen die Emotionen hoch. Das ist exakt das Gleiche. Aber das gibt's nicht für Wohnungen. Es gibt kein neuer, frischer Wohnung, neu eingezogen Duft. Oder aber gibt frisch aber gestrichen gibt's. Okay, aber die eigene Wohnung riecht ja nicht, ne? Die eigene Wohnung riecht ja nicht so. Du riechst ja immer nur fremde Wohnung. Wenn du bei einem Freund bist, dann riecht die Wohnung, aber die eigene nicht. Aber du machst ja, deine eigene Wohnung hat ja einen eigenen Geruch, den du selber am wenigsten kennst. Ja.
Das ist Akkommodation, nennt man das in der Biologie. Dass du, das gibt es auch bei Geräuschen zum Beispiel. Nils googelt es mal nach. Nee, das stimmt. das ist, wenn deine, zum Beispiel Geräuschen, dass ihr also zum Beispiel jetzt hier in diesem Raum gibt es gewisse Geräusche, wenn man die einem sagt, dann hört man die auch. Aber die habt ihr jetzt 2 Stunden lang kein einziges Mal gehört, weil das einfach ausgefädelt wird. Ausgeblendet. Das ist so, gibt es auch mit die Nase, deine Nase. Du siehst ja deine Nase nicht. Zum Beispiel. Es ist, so was weg. Anderes, aber ja. So vom Grundprinzip. Das ist super smart, dass der Körper oder der Mensch gewisse Sachen, die er braucht oder nicht braucht. Und so ist auch bei Geruch. Und das Krasse ist, zum Beispiel bei Rauchern. Ne, wenn du als Nichtraucher in eine Raucherwohnung gehst, dann kommt dir das vor, als ob du gegen eine Wand läufst. Du denkst dir, boah, alter Schwede, was geht hier ab? Aber wenn du Raucher bist, und ich weiß es, weil ich bin jetzt nicht Raucher und ich war mal Raucher, deshalb kann ich das ungefähr nachvollziehen. Wenn ich jetzt in eine Raucherwohnung gehe, denke ich sofort so, alter Schwede, was ist hier los? Ey, schlaft ihr in einem Aschenbecher oder was? Und früher, wenn mir das einer gesagt hat, boah, hier stinkt's nach Rauch, hätte ich stell dich nicht so an. Ja, genau, stell dich nicht so an, ich riech nichts. Ich riech nichts. Das ist, finde ich, auch mal das Geilste, dass dann Leute, die aufhören zu rauchen und früher immer so einen Scheiß drauf gegeben haben, wenn das, hey, ich kann doch hier rauchen, ist doch nicht so schlimm. Die sind dann die Schlimmsten. So, das sind die Militantesten. Die Militantesten, dann, ja, die früher mal geraucht haben, stimmt schon. Was war man früher alles als Nichtraucher? Also, das ist ja völliger Wahnsinn, so, dass es im Zug, es gab Rauchabteil im Zug. Du durftest im Flugzeug rauchen. Flugzeug finde ich immer wieder faszinierend. Das ist krass, im Flugzeug. Oder im Kino. Im Kino durftest du auch. Im Kino ging es auch echt. Natürlich. Das kannst du dir eigentlich nicht vorstellen. Ne? Gab früher Kinositze mit Aschenbechern. In den 60er, 70er Jahren gab es Aschenbecher. Ja, genau. In den weiß ich noch. Ja. Ey, wie das alles ausgesehen haben muss. Weil du ja ganz sicher nicht, du guckst ja den Film, du aschst ja nicht permanent. Alles muss voller Asche gewesen sein und Brandflecken. Habt ihr Mad Men, die Serie, gesehen? Ja, beim Arzt. Beim Gynäkologen. Ja. Da gibt es diese Szene, ich glaube, es ist die erste Folge oder so. Ich habe die Serie nie komplett gesehen. Aber da ist die Frau beim Gynäkologen, sitzt auf dem Gynäkologenstuhl, hat so das Tuch da so über ihren Beinen und der Arzt ist so wirklich unter diesem Tuch und dann kommt er so hoch und hat die Kippe und so sagt so, ja, ist nichts Schlimmes. Und hat also wirklich mitgekillt, ist natürlich wahrscheinlich ein bisschen übertrieben, keine Ahnung, aber im Prinzip war es so, der Arzt hat einfach geraucht. Hey, Ärzte haben Werbung gemacht für Zigaretten. Ist unfassbar. Ich meine, darum geht ja auch die Serie, wie das damals alles. Ja, auch wie die gesoffen haben, so, ne? Ja. Also immer dieses Schränkchen mit den hochprozentigen Fläschchen und so. Ja, aber Rauchen fand ich schon, also das Konzept ist ja auch so bescheuert eigentlich. Dass Menschen so, denen geht's eigentlich gut, die sind gesund und dann werden die von was abhängig und haben immer so einen kleinen Stängel im Mund, der so wegdampft. Also wenn man sich das einfach mal so überlegt und vielleicht aus einer Zeit zurückreist, in der es sowas überhaupt nicht mehr geben wird und man guckt, das denkst du, ey, sind die eigentlich völlig bescheuert. Ja, ich glaube, es hat aber auch was mit der, sind wir ehrlich, Fehlkonstruktion Arme zu tun. Die Arme sind zu lang, es sind zu viele, sie sind falsch positioniert. Ich sag's jetzt einfach mal aus, Arme funktionieren nicht. Man weiß nicht, was man machen soll. Genau, du weißt nicht, wohin damit. So, die Katze steht auf allen 4 Beinen, gibt's keine Awkwardness. Einfach die kann nicht rauchen. Perfekt, alles da, alles an seinem Platz. Der Mensch hat 2 Beine, aber dann noch diese beiden Baumelkollegen hier. Wohin damit? Und ich glaube, dass du deswegen natürlich dazu greifst, Sektempfang, Alkohol in einer Hand, braucht lange das zu trinken, weil so alkoholisch, so deswegen hast du es lange in der Hand, Zigarre braucht lange, damit du einfach irgendwas in der Hand hast. Das Schwert, wer weiß, wie viele Kriege hätten verhindert werden können, wenn du nicht einfach ständig so auch mit der Hand auf dem Schwertknauf, so Game of Thrones mäßig, so ist ja auch cool. Jeder, der schon mal ein Schwert an der Seite getragen hat, so du hast einfach plötzlich so eine Art Lehne. Einfach geil. Und ich glaube deswegen, der Mensch hat einfach seinen Fluch Arme. Wohin damit? Deswegen hängen auch alle am Handy. Ja. Aber das ist tatsächlich so, weil der Mensch hat ja irgendwann den aufrechten Gang entwickelt. Und es gibt relativ wenige Lebensformen, die auf 2 Beinen gehen und dann aber auch noch sowas wie Arme haben. Ne? Also es gibt so Vögel, die haben Flügel und so. Aber das ist ja einfach eine exklusive Ausprägung, die wir haben. Und es gibt manchmal, also Menschenaffen laufen in aller Regel sehr selten auf 2 Beinen. Nur ab und zu mal. So Gorillas so ab und zu mal, aber in aller Regel gehen die ja auch eher so auf 4 Beinen. Du hast so einen T-Rex oder so, der aber auch ganz bewusst die halt dann wirklich so zurückgebildet hat oder so, halt wirklich klein. Was ihm super damit unangenehm gar war. Nicht viel damit war komplett unangenehm. Ja. Gib dem noch 20, 40 Millionen Jahre und die sind vielleicht ganz weg. Die Arme. Ja. So. Deswegen glaube ich, der Mensch, das ist ein Riesenproblem. Also heißt das, es gab irgendwann mal
20 Millionen Jahre bevor die T-Rexe diese kleinen Arme hatten, die quasi noch so richtige Äumel. Genau, wie und wir. Und ein Handy und ja, so. Genau. Und Rauchen. Nee, aber weil es heißt ja irgendwann, ich meine, warum haben wir dann keine Skelette von den T-Rexen mit den großen Armen? Her. Warum haben wir nur... Das ist doch eine Verschwörung. Weil man aber sich die ordnet immer nicht zu. Man denkt dann immer, das sind Beutetiere oder so. Mhm. Weil das war auch so bei der Fortpflanzung der T-Rexe, dass die so awkward rumgewedelt haben, die waren so unattraktiv wie auf einer Party, weil diese Verunsicherung so klar wurde. Und je kleiner die Arme waren, desto weniger du damit gemacht hast, desto weniger bist du unangenehm aufgefallen und konntest dich verpaaren. Das ist eine reine Evolution. Aber es gibt ja wirklich auch diverse Fundstücke da aus der Zeit von T-Rex-ähnlichen, also es ist dann nicht mehr der T-Rex, aber von Dinosauriern mit richtig langen Armen. Also es gibt doch, es gibt zum Beispiel, ich habe selber Videos gesehen von T-Rex, der Keyboard gespielt hat. Mhm. Früher. Okay. Keyboard oder? Keyboard, ja. Diverse Instrumente damals, bis das dann ausgestorben ist. Man glaubt ja manchmal gar nicht, was durch diese Eiszeit und durch das Aussterben der Dinosaurier davor schon an Technologien existiert hat. Mhm. Das war einfach nur ein Reset. Aber viele Sachen, die wir heute machen, ja, die gab es schon damals. Der Preis ist heiß zum Beispiel. Solche Sachen. Ich habe also eine Ausgrabung gesehen von so prähistorischen Fidget Spinnern, dass wirklich die T-Rex, die Dinosaurier natürlich dann auch irgendwas brauchten. So, das ist ja eigentlich das Objekt unserer Zeit. Wenn man irgendwie in wirklich jetzt mal ganz große Dimensionen denkt und irgend so ein übergeordnetes Wesen mal zurückschaut zu Menschen. Wir brauchen so ein Logo für die Menschen in unserem Buch. Mhm. Wir brauchen so ein Icon, das den Mensch zusammenfasst. Und wahrscheinlich nimmt man den Fidget Spinner, als der Mensch hatte einfach zu viel Kapazitäten und musste einfach drehen oder was machen, weil er einfach zu viel unkonstruktive Energien hatten. Und deswegen ist das einfach das sinnbildliche Objekt für uns. So, das auch fasst alles diese zusammen. Diese Knibbelbox, ne, wo einfach nur Schalter dran sind. Wo, so eine Beschäftigung, würdest du Kindern, Kleinkindern würdest du sowas geben, damit die Schnauze halten. Ja. Aber nee, erwachsene Leute holen für 50 Euro sich so ein Ding, wo sie dann halt irgendwie Schalter ein, Schalter ausmachen. Ich finde das ein spannendes Thema. Was glaubt ihr, wenn man jetzt sich so anguckt, der Mensch hat sich ja immer oder die Spezies Mensch immer weiterentwickelt, du hast gesagt, aufrechter Gang und so weiter, Evolution. Wenn man jetzt noch in die Zukunft denkt, was wären so die Sachen, du hast schon gesagt, Arme, wo läuft's hin? Auf was werden wir verzichten können? Zum Beispiel Haare, Ohren, Füße, was weiß ich, Haare. Gibt's irgendwas? Ja? Haare sind überbewertet, glaube ich. Ich glaube, wir werden irgendwann haarlos. Ich glaube, das Problem ist, dass es gar nicht mehr diese klassische Selektion gibt. Also nicht mehr so, wie sie früher mal war. Weil heutzutage gibt es ja nicht mehr irgendeine Eigenschaft, die dich daran hindert, Nachwuchs zu zeugen. So, ist ja nicht so, dass man sagt, ey, wer so diese klassischen animalischen Merkmale mit sich bringt, groß, stark, schlau, schön, whatever, der kriegt automatisch mehr Kinder. Diese Gleichung ist ja nicht mehr existent. Es kann heutzutage theoretisch jeder viele Kinder kriegen. Es ist einfach nicht mehr so, wie es früher mal im Tierreich war, dass es so diese Selektionen gibt. Aber es kriegt ja nicht jeder Kinder, ne? Und nee, eben. Also aber das ist solange nicht alle Menschen Kinder kriegen, ist ja eine Form von Selektion vorhanden. Wir kennen ja nur die Eigenschaften. Aber es ist eine andere Selektion, aber die Selektion, fragt ihr mal, wohin geht diese Selektion? Und wenn du sagst, früher war das so, dass grundsätzlich jeder Mensch das Interesse daran hatte, möglichst viele Kinder zu bekommen, weil auch sowas wie Verhütung gar nicht existierte. Jeder Mensch, oder was heißt jeder, aber sagen wir mal, die meisten Menschen, nicht jeder, aber die meisten Menschen sind mit einem Sexualtrieb auf die Welt gekommen, der schon mal voraussetzte, dass sie diesen ausleben wollen. Und wenn sie dann einfach jetzt in aller Regel dann in der absoluten Mehrheit mit dem anderen Geschlecht einfach einen klassischen Sexualakt vollziehen wollten, dann endete das in aller Regel darin, dass Nachwuchs zur Welt kam. So, und heute hast du aber die Situation, dass es viel mehr Filter gibt. Die Leute haben zwar noch einen Sexualtrieb, aber er mündet nicht mehr automatisch in Nachwuchs, weil erstens kannst du verhüten, das heißt, du kannst es beeinflussen, und zweitens ist, viele Leute wollen vielleicht gar keine Kinder. Es kann ja sein, dass Leute, die vielleicht so rein evolutionär hochwertige Eigenschaften mitbringen, die sagen einfach auch bewusst, ich habe keinen Bock auf Kinder oder whatever. Und andere Leute, die vielleicht früher in der Höhlenmenschenkultur hätten den anstellen müssen, so mein Freund, du bummst hier keinen, sonst hau ich dich um. So, vielleicht, die haben auf einmal 12 Kinder. Ich meine, das ist halt alles ein bisschen anders. Ne? Aber ich glaube, vielleicht denkst du dann evolutionär eher so auf zielgerichtet zu. Ich glaube, du kannst erst immer im Nachhinein sagen, welche Merkmale haben sich durchgesetzt. Ich meine, während jetzt irgendwie, keine Ahnung, der T-Rex sich die Arme zurückgebildet hat, der T-Rex wusste ja nicht, dass das gerade stattfindet, dass das gerade das Merkmal ist, das für das Paarungsverhalten ausschlaggebend ist oder das gerade evolutionär verändert wird. Sondern du kannst
tausend Jahre später sagen, ah, in den 500.000 Jahren hat sich das entwickelt. Das ist ein ganz schleichender Prozess. Das heißt, wir können jetzt gerade gar nicht sagen, was die selektiven Eigenschaften sind, die, die ausschlaggebend sind, sondern in 100.000 Jahren kann man zurückblicken und sagen, ah ja, es waren tatsächlich genau diese Merkmale. Aber ich gebe mal, genau alle, welche das sind. Ja, aber zum Beispiel, aber ja, das weiß man ja nicht. Ja, aber zum Beispiel Ohrstöpsel im Ohr. Könnte es sein, dass in 1 Million Jahren oder weiß, wie auch immer, die Zeit ist jetzt wurscht, dass Menschen einfach viel größere Ohrlöcher haben, weil unsere Generation ständig Ohrstöpsel hat. Und das drückt die und das weitet die so langsam. Und weißt du, das ist so ein schleichender Prozess. Und in 1 Million Jahren haben die Leute so. Funktioniert's nicht. Nee. Okay. Es wäre eher so, wenn halt mehr Leute geboren werden, die große Ohrlöcher haben und die sich fortpflanzen. Dann würde sich dieses Merkmal weiter fortpflanzen. Aber warum sollst dass du was reinmachst, kannst du eigentlich nichts an der Evolution ändern. Oder? Es ändert ja deine DNA nicht. Nein, es ändert guck mal, aber Moment, habt ihr nicht gesagt, dadurch, dass der T-Rex nie seine Arme benutzt hat, sind sie irgendwann. Nein, aber nee, das, pass auf, das ist immer. Das ist doch ich, pass auf, beim T-Rex, ich gebe dir ein Beispiel, ich weiß es nicht, aber ich gebe dir ein Beispiel, wie es funktionieren könnte. Der T-Rex hat eine gewisse Statik. So, er geht auf zwei Beine, er hat den Schwanz nach hinten raus und den Oberkörper mit dem Maul nach vorne raus. So, und wenn du aber die Arme dann eher noch im vorderen Körperbereich hast, also quasi, wenn das die Beine sind im vorderen Körperbereich und die sind groß und stark und mächtig, dann hast du mehr Gewicht in diesem Part, im vorderen Bereich. Und im Schwanzbereich weniger, ist die Statik schwierig. Wenn du jetzt sagst, du sparst dir das Gewicht durch die Arme, die bilden sich zurück und du nimmst die 20 Kilo und packst sie in die Beißkraft des Kiefers. Das heißt, der T-Rex, der kleinere Arme hat, hat dadurch die Möglichkeit, eine höhere Beißkraft auszubilden. So, und dann hast du eine Situation, da ist ein Kadaver und die streiten sich drum und der eine T-Rex mit den wenigen Armen, mit den kleineren Armen hatte vielleicht eine bessere Beißkraft dadurch und beißt den anderen T-Rex mit den langen Armen weg, kriegt das Fressen, wenn es zur Paarung kommt, beißt er das Rivalenmännchen weg und verpaart sich mit dem Weibchen. Dadurch wird quasi diese Eigenschaft der kleineren Arme und der größeren Beißkraft weitervererbt, weil sie einen evolutionären Sinn hat. Es gibt eine Selektion sozusagen, die vorteilhaft ist in den Lebensumständen. Aber es ist ja so, dass Sachen, die gebraucht werden, von der Evolution sozusagen gefördert werden. Nein, nicht nein. Ein intelligentes Design. Genau. Da denkt sich niemand, Trial and Error. Der sich fortpflanzen kann, das ist eigentlich alles. Wenn du es irgendwie schaffst, dich fortzupflanzen, dann wird diese Trade mit beide gegeben. Genau. Abwarten. Hast du nicht mal, wolltest du nicht einen Test machen? Das stimmt auch wieder. Das sind noch diverse Fragen offen, aber du zahlst schon mal. Ja. Stand jetzt gehen wir davon aus. Aber wisst ihr was? Ich will jetzt nicht wieder dahin kommen, aber ich habe das auch schon irgendwie zu anderen Gelegenheiten so oft gesagt, aber es fasziniert mich einfach zu sehr. Und ich muss es aber gar nicht zu sehr in die Länge bringen. Aber was mich halt einfach so massiv fasziniert, ist, dass wir als Mensch an den Punkt gekommen sind, also das Leben ist irgendwie entstanden aus der völligen Leblosigkeit, bla bla bla, hat sich entwickelt und das Leben hat uns an den Punkt gebracht, wie eine Mutter, die ihr Kind an der Hand irgendwo hinführt und sagt, okay, jetzt hast du alles, was du brauchst, jetzt kommst du alleine klar. Das heißt, wir sind an einem Punkt, wo diese Selektion gar nicht mehr in dem klassischen Sinne stattfindet, wie es in der Tierwelt der Fall ist, aber wir sind theoretisch ab jetzt in der Lage, technologisch fällt lustigerweise relativ genau zusammen, sind wir in der Lage, unsere Gene zu verändern und dadurch eine aktive Selektion und eine aktive Selektion Evolution voranzubringen, indem wir einfach unsere Gene selber verändern und uns dahin bringen, wie wir eigentlich sein, weil wir können uns klüger, schneller, gesünder und so weiter machen. Wir müssen nur die ethischen Hindernisse, die noch uns daran hindern, sozusagen das zu machen, die werden wir überwinden und dann. Ja. Entschuldigung, du sagst immer tolle Sachen, ich muss nur gerade nachdenken, aber könnte es nicht auch Teil der natürlichen Evolution sein, dass wir uns irgendwann so weit entwickelt haben, dass wir in unsere eigene Evolution eingreifen können? Das ist ja so ein bisschen wie wenn Tiere wüssten, wie Evolution funktioniert und sagen würden, nee, ich habe keinen Bock auf große Schnauzen. Aber das ist ja eh wir machen jetzt heute nur noch gebumst mit kleinen Schnauzen oder das, so. Einfach weil man was wohin bringen will. Das ist ja ganz kurz, das ist ja diese Theorie, dass wenn es zum Beispiel heißt, weiß ich nicht, bei Waffen oder irgendwas, dass es unnatürlich ist. Aber theoretisch könnte man ja argumentieren, dass alles, was der Mensch herstellen kann, auch natürlich ist, weil der Mensch es ja irgendwie geschafft hat, es zu herzustellen anhand der Dinge, die nun mal hier auf diesem Planeten zur Verfügung stehen. Also das ist ja immer so diese Frage, ist das noch natürlich oder ist es nicht? Es ist wie bei einer Stadt, ganz kurz, nur eine Sache, bei einem Wespennest würde niemand sagen, das ist unnatürlich, sondern das ist das Natürlichste der Welt. Die bauen sich da ihr riesen Klumpennest und denen ist auch egal, was mit dem Rest passiert, wo sie ihr Kram bauen, welche Tiere da vielleicht dann nicht mehr leben können. Und wir, aber wenn du eine Stadt anguckst, ne, denkst du, das ist total unnatürlich. Aber das ist einfach unsere Art von unser Wespennest. Ja, oder? Also irgendwie schon. Ja, ist es natürlich. Aber der Unterschied ist, dass natürlich die Veränderungs
Gewalt, die der Mensch über den Planeten hat, ungleich größer ist als die der allermeisten Menschen. Klar kannst du sagen, eine Ameise und so weiter verändert die Welt auch und so weiter, aber am Ende ist die Veränderungs, das Potenzial, dass der Mensch deutlich größer. Das weißt du ja nicht wirklich. Aber das kann, weil du weißt ja nicht, okay, wenn du rauszoomst, ja, okay, du kannst sind jetzt wir vielleicht sagen, auch ja, eine Ameise. Du kannst jetzt sagen, wenn du jetzt ein Außerirdischer bist und wir hatten die Folge eigentlich, wir sind denn keine Aliens. Keine Außerirdischen. Aber wenn du auf den Planeten guckst, und dann wirst du vielleicht keine sagen können, ey, pass auf, die dominante Spezies ist eigentlich die Pflanze, weil die Pflanze die Atmosphäre komplett dominiert und aus CO2 Sauerstoff macht und alle anderen Tiere müssen sich der Pflanze anpassen, weil wer keinen Sauerstoff atmet, sondern CO2 sozusagen, ja, der hat halt ein Problem, weil die Bäume sind halt da. Also so könntest du es theoretisch auch sehen, aber lass uns das mal eher durch unsere menschliche Brille sehen. Und das Interessante finde ich, wenn du, und ich will das nicht zu weit ausholen, weil es ist auch gleich Feierabend, aber wenn du das mal so zu Ende denkst, und wir haben in letzter Zeit, ich meine das halb im Scherz, ne? Aber diese ganzen UFO-Sichtungen, die wir in letzter Zeit haben, die immer wieder dokumentiert werden, und die fallen zusammen, und jetzt überleg mal Folgendes. Der Mensch, also das Leben ist hier auf dem Planeten her, wir wissen gar nicht, warum das entstanden ist, wie das entstanden ist, es ist irgendwie entstanden. Und wir sind jetzt an einem Punkt, wo wir in der Lage sind, rein theoretisch in den nächsten Jahrzehnten uns die Evolution selber zu gestalten. Ja, das Leben hat sich an den Punkt gebracht, sich selbst zu verändern, was eigentlich völlig irre ist, der Gedanke. Und wir können dann theoretisch alles aus uns machen. Wir können uns super klug machen. Und sobald wir sozusagen diesen Schritt gegangen sind, uns klüger zu machen, als wir jetzt sind, ab da ist nichts mehr berechenbar. Weil ab dem Zeitpunkt, wo wir doppelt so klug sind wie jetzt, haben wir andere Gedanken, andere Theorien, andere Handlungsweisen. Die können wir jetzt gar nicht vorhersehen, weil wir wie eine Ameise sind, die zu einem Mensch wird. So. Und was ist, wenn die ganzen außerirdischen Sichtungen jetzt, die fallen jetzt in diese Zeit, weil die genau checken, okay, da hat sich ein Leben entwickelt, was jetzt an einem Punkt ist, wo es autark wird, in dem Sinne, dass es sich selbst verändern kann. Und die wollen gucken, okay, in was verändern sie sich? Weil sie müssen sicherstellen, dass es sich nicht zu einer Spezies selbst entwickelt, die in irgendeiner Form eine Bedrohung ist oder irgendwie unangenehm ist für die galaktische Weltgemeinschaft. Und gucken sich jetzt genau an, okay, was passiert mit denen? Und wenn wir irgendwas machen, was denen nicht gefällt, haben sie zwei Optionen. Entweder sie sagen, komm, ich nehme mich mal in die Hand, oder wir vernichten euch. Haltet den Gedanken, das ist ein sehr schönes Thema für eine der nächsten Folgen. Ja. Ich glaube übrigens, wenn ich doppelt so klug genetisch wäre, dann wüsste ich immer noch nicht, wie oft Vollmond ist im Monat. Also insofern, ich brauche noch ein paar. Ja, ich brauch noch ein paar. Monde, bis du da bist. Ja, es war eine sehr schöne Runde. Florentin, vielen Dank, dass du eingesprungen bist. Ja, gerne. Immer wieder gerne. Du bist herzlich eingeladen. Du bist hier genauso willkommen wie alle anderen auch. Also schön, dass du eingesprungen bist. Dankeschön. Danke, Nils, danke, Simon. Und an der Stelle nochmal danke an euch da draußen. Kommt gerne in den Supporters Club. Der Supporters Club macht macht Sendungen wie das hier, wie Almost Daily, aber auch natürlich viele andere Sendungen überhaupt erst möglich. Da sind wir nach wie vor auf euren Support angewiesen. Vielen Dank für alle, die das machen. Es gibt, glaube ich, auch immer noch einen Abend mit Bohnen zurzeit für alle, die in den Supporters Club kommen. Obendrauf, umsonst kann man sich angucken, wer es noch nicht kennt. Aber es gibt auch noch viele andere Gründe, in den Supporters Club einzutreten. Also vielen Dank dafür. Bis zum nächsten Mal. Das war's mit Almost Daily. Tschüss. Ciao.